So, Achtung, jetzt kommt noch eine Niese, ich spür's. Gesundheit! Ah, wieso? Jetzt ist er weg! Ja, natürlich ist er weg. Fuck. Jetzt kommt er dann später. War der Podcast. Also, warte, ich mache dann noch schnell den Flugmodus. Mm. Da sehe ich noch. Der Flumus. Da sehe ich noch die letzten Schlagzeile, die ich mir angeschaut habe. Nämlich, Pocher wird von der Polizei abgeführt. Ja. Ist das wirklich? Ja, ich weiß hier keine Ahnung, hä? Weitergemacht. Er ist während einem Pietro-Auftritt in Richtung Publikum gumpt. Ah. Und hat somit gegen die Corona-Regeln gegen die Massnahmen verstoßen. Okay. Und dann hat irgendwie der Veranstalter den Bullen angelitten. Und die haben ihn abgefeuert. Meine Frage ist, was macht er am Pietro-Konzert? Das ist wahrscheinlich, dort fängt es an. Die sind dicke Freunde. Und irgendwie, ich glaube, der eine hat beim anderen in der Bude gewohnt und so. Ah, ganz, ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, wenn jeweils der, der arbeitslos ist, hat können beim anderen schlafen. Also, eine Zeit lang haben beide sehr lang beieinander gewohnt. Also, Ton, Bild. Alles perfekt. Alles perfekt. Easy. Schön. Sehr schön. Boom! Aaron Herz! Hoi! Willkommen! Danke! Ich sage letztes Mal willkommen in diesem Studio. Ja. Ja. Du, aber hat der Büssi nicht können, oder? der kann eigentlich immer. Eben! Der ist schon so oft da gewesen, dann habe ich gedacht, ich kann nicht nochmal den Büssi einladen. Er denkt, du lädst mich nur ein, weil der Büssi nicht können. Ich glaube, er könnte schon. Ja, nein, der ist jetzt zum Schneiden. Ah, jetzt gerade? Mhm. Ja. Grüße. Ja, du bist ja mittlerweile ein Podcast-Kollege. Ja, ja. Podcaster unter sich. Mhm. Sagst du da Leute? Was? Eben, bist Podcaster. Nein. Nicht, oder? Ich finde es ganz komisch. Weil es wird, glaube ich, nicht wirklich als Beruf anerkannt. Nein, ist ja nicht. Ein bisschen gut. Ist nicht. Es ist ein kleines neues Projekt. Genau. Ja. Es ist so ein bisschen das, was man in Berlin sich erarbeitet im Kaffee, oder? Ja. Nein, aber. Ich finde halt schon, ich sage immer, ich bin Komiker und ich finde, ein Podcast gehört so wie so in so eine CV von einem Komiker, ist das kein Fremdplatz. Tipptopp. Ich finde, es passt recht gut dazu. Ja. Aber das ist ja eh so ein Problem, wo man im deutschsprachigen Raum noch hat. Man muss ja für alles eine eigene Bezeichnung haben. Ja. Im angelsächsischen Raum hast du Comedians, wo Game-Shows moderieren, wo in Filmen mitspielen, wo Podcasts haben. Ja. Alles Mögliche. Ja. Und du bist auf der Comedian. Ja, absolut. Und bei uns zu den Marken dazu. Dann hast du halt auch noch einen Podcast. Du machst Bühnenshows. Richtig. Ja, und bei uns ist es dann so, müsste man schon sagen, als Podcast-Moderator. Das muss schon sehr spezifisch sein. Ja, und oder? Dann auch noch, was für ein Podcast. Ja, die sind ja sehr klar ein Comedy-Podcast. Ja, steht drauf. Mhm. Ziemlich deutlich. Genau. Ja. Verstehen aber trotzdem zum Teil die Leute nicht, oder? Ja, zum Teil verstehen sie es nicht. Ja, aber das ist ja gleich. Ja. Das ist ja wurscht. Man schaut ja manchmal oder hört auch Sachen, die man nicht versteht. Dann lernt man ja etwas. Aber, was ich spannend finde, ist natürlich, Podcast ist so ein Medium. Da störst du schon viel weniger Menschen, die das nicht hören wollen oder sehen. Weil effektiv sind wir ja auf dem Podcast. Ja, richtig. Und wir ihn hören. Ich würde sagen, es ist ja andersrum. Die wenigsten, die es hören wollen, finden es ja nicht. Das Problem kennst du auch, oder? Genau. Jetzt sage ich habe deinen Namen eingegeben, es ist nichts gekommen. Und dann sage ich, ja gut, vielleicht musst du noch den Namen richtig eingeben. Hast du bei dir ein bisschen herausfordernd? Hast du bei dir ein bisschen herausfordernd? Schon klar, dass bei Mitzenberger der Podcast nicht auftaucht. Hat auch einen? Ist ein bisschen etwas anderes. Und was ich erst noch gemerkt habe, es gibt schon einen Feel-Good-Podcast. Ist wahr? Ja. Und aber du hast es nicht gewusst? Nein, er ist anders geschrieben. Und das habe ich irgendwie nicht gesehen. Weil ich es natürlich so eingebe, wie ich es eingebe. Das ist dann eben auch noch viel Abstand, gut Abstand Podcast. Oder? Und Bär ist irgendwie, sie, wo der betreibt, ist irgendwie viel gut am Stück. Ja, das stimmt. Und Taisel hat ja auch, hat sie Good Vibe, nein, Good Vibes Only. So, auch gut, viel. Ja. So. Macht ja Sinn bei einem Podcast. Weil eben, du solltest ja schon Beats eben beschreiben, was denn drin vorgeht. Also, ja, genau. Wir probieren da schon eher gute Stimmung zu verbreiten. Also etwas anderes. Ja, aber dann hättest du mich nicht mehr sehen. Ich weiß. Weil, das weiß ich noch. Ich meine, wir gehen auch schon ein paar Jahre zurück. Mhm.
Stimmt. Wo wir zusammen an meiner sehr, sehr erfolgreichen SRF-Webshow geschafft haben. Riesig sie. Namens Kurz von Mutzenbecher. Vor dem Sprung in die USA. Absolut. Mhm. Ich meine, alle haben sie gesehen. Mhm. Alle haben sie geshared. Ja. Ganze hunderte von Views haben wir jeweils gehabt. Ja. Gell? Ja. 10 von Franken verdient. Wahnsinnig. Dort bist du Co-Autor gesehen. Und dort haben wir immer so ein bisschen die gleichen Diskussionen gehabt, weil du voll reinhauen hast wollen. Und ich so, nein, aber das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mache. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber lustigerweise haben wir uns sehr gut ergänzt, habe ich gefunden. Mega. Da haben wir wirklich harmoniert, da sind wir wirklich zwei Welten zusammengekommen und haben ineinander reingegriffen. Das habe ich super gefunden. Ja, weil wir wirklich zusammen etwas Neues gefunden haben. Mhm. So, also weißt du, es ist nicht das gesehen, was ich auf der Bühne mache, mhm, und es ist irgendwie nicht das gesehen, was du sonst schreibst, mhm, sondern wir haben sowieso eben unser eigenes Format gefunden, mhm, und wir haben fast nicht mehr geschrieben mit der Zeit. Mit der Zeit haben wir... Am Telefon ist eigentlich das meiste passiert. Wir, ja, haben nur noch telefoniert und dumm geschnurrt und, genau, dann, okay, gut. Und du hast ein bisschen Notizen gemacht und dann hast du mir die geschickt und es ist eigentlich schon die ganze Folge gesehen. Es ist oft immer so gesehen, Ping-Pong. Das stimmt. Hat sich extrem geil erklärt. Er hat wirklich gematcht und gewusst hat da schon vorher, der Alain Eicher, mhm, Grüße. Mhm. Er hat mir schon etwa 2 Jahre vorher gesagt, er mache eine Show da mit einem. Mit einem Kollegen in Basel. Nein, viel länger. Da bist du gewesen, oder 3 Jahre, keine Ahnung. Sicher 5 Jahre, 6 Jahre. Ja, Primetime Show. Primetime Show. Mhm. Hast du mit ihm geschrieben, er war der Headwriter gewesen. Genau. Und er hat dann gesagt, hey, mach mit dem eine Show. Hey, du und er, ihr würdet, der würde funken, der würde funktionieren, wirklich. Hey, ihr müsst euch kurz schalten, wirklich, das ist wahnsinnig und so. Ja, ich weiss noch, er hat mir nämlich die vorgeschlagen, nach glaube 5 Shows oder so, hat er einen neuen Job gehabt und hat gesagt, ich kann das nicht, mhm, auch noch zusätzlich machen. Ich würde dir aber, und dort war klar gewesen, dass ich nur noch 2 Folgen mache für diese Staffel und es war noch nicht klar gewesen, ob es weitergeht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich würde dir, oder Aaron Herz würde ich dir vorschlagen, der ist super, der kriegt bei Jacobo Müller, dort war Jacobo Müller sogar noch on air gewesen, oder? Der kriegt bei Jacobo Müller kriegt er fast jede Woche den Preis für den heftigsten Joke, den man nicht ausstrahlen kann. Ja. Yep. Das ist wirklich, das ist so ein Award gewesen. Also, es hat nicht physisch gegeben, leider. Und es hat da nicht irgendwie extra Kohle gegeben dafür, aber sie haben so, der Joke, den sie in der Sitzung haben müssen fest drüber lachen, aber der einfach nicht okay war, zum senden, habe ich regelmässig gehabt. War geil gewesen, wenn der wirklich physisch gewesen wäre? Da hattest du wirklich so eine, daheim. Ich hätte etwas zum Zeigen gehabt. Ich habe jetzt einfach Mails, sie haben immer schöne Mail verschickt. Ja. Yeah. Wo da drin gestanden ist, du hast wieder den Award geholt, die besten Pointe, die wir nicht können senden konnten. Immerhin, ich könnte die ausdrucken. Ja, aber es ist doch viel geiler, wenn jetzt immer so, ja, der alte Schrank vom Grossvater, ja, weißt du, so die Vitrine, und, ja, dann hast du dort alles so kleine Pokale drin, ja, oder? Denkel mal kommen, weißt du, da hat er den Grosspapi. Ja. Und dann hat man dir vorgeschlagen, so, und für mich ist dann aber der Gedanke gesehen, es hat nichts mit dir zu tun gehabt, sondern ich weiß noch, ich hatte die Late-Night-Show angefangen und habe gewusst, ich kann das nicht allein. Also, mhm, brauche ich irgendwie Hilfe. Und dann habe ich da lang gefragt, dann habe ich gesagt, hey, was ist eine Idee, wenn du mit mir das schreibst und so. Und dann haben wir 5 Shows gemacht. Dann habe ich gewusst, ich habe nur noch 2 für diese Staffel. Das ist doch perfekt, um zu schauen, ob ich es allein könnte. Mhm. Weil ich mir es vorher wie nicht zutraut habe. Mhm. Weil das war 2010 gewesen, übrigens. Also wirklich, so lange, ja, also dann Frühling 2011, bis die Entscheidung gekommen ist. Wow. Und dann, also das ist doch ein perfektes Testfeld. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich kann es für meine Verhältnisse einigermaßen. Mhm. Ich brauche natürlich länger und zerbricht mir ab und zu den Kopf und so. Aber das Produkt kommt dann irgendwie gleich so raus. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich es auch allein weiterziehen. Mhm. Und das war auch irgendwie der Punkt gewesen, dann, wo ich dann irgendwann in Stand-up bin, weil ich gefunden habe, das habe ich schon immer machen und irgendwie bla 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 bla. So, aber logischerweise habe ich den immer auf dem Radar gehabt, schon seit 2011. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie sagen, du machst eine wöchentliche Fernsehsendung, nur fürs Web, aber es ist trotzdem eine Fernsehsendung. Und da geht es darum, aktuelle Themen irgendwie zu verarbeiten etc. Und da habe ich gewusst, das kann ich nicht bewerkstelligen, nebst noch Stand-up und immer etwas Neues. Also, mhm, brauche ich irgendwie auch dort effektiv Hilfe. Oder? Und du bist einer von den Autoren gewesen. Und mit der Zeit bist du fast der Hauptautor geworden. Also wir haben immer wie mehr Shows mit dir gehabt, mhm, und immer wie weniger mit den anderen 2, auch zeitlich bedingt, mhm, und so. Und mit dir hat es auch wirklich am besten gematcht.
Also du bist von Anfang an dabei gewesen, mit dir habe ich ja den Pilot gemacht. Ja, das heisst, stimmt. Das heisst, es ist so, es ist von Anfang an so wie klar gewesen, wo es durchgeht, oder? Mhm. Das ist eine coole Sache gewesen, ja. Habe ich gefunden. Mhm. Und ich kann es vor allem, boah, merkst du, dass es ein Zürich Filmfestival ist, weil es laufen jetzt andere Leute näher in Langstrasse rum wie sonst. Okay, ja. Und sie schauen so rein, so, was ist das für ein Scheiß, was die da machen. Und was soll ich sagen? Weißt du? Ja, so haben wir uns kennengelernt. Eigentlich über schon. Die Show. Mhm. Genau, du hast mich dann kontaktiert und so sind wir zusammengewachsen und seit da kennen wir uns. Und, genau, das weiß ich noch, irgendwann hat er mal geschrieben, weil ich bin, habe ich auf meiner Webseite irgendwas umgestellt und dann habe ich auf eins von den alten Videos geklickt und ich habe natürlich nichts mehr gewusst davon und es hat mich wirklich noch unterhalten, muss ich sagen. Es ist wirklich immer noch lustig, ja. Es ist wirklich so dumm. Ohne cool. Du schaust etwas von dir, aber du findest es tatsächlich lustig. Mhm, man kann die alten Sachen schauen und sie sind zum Teil wirklich immer noch lustig. Tatsächlich. Das heisst, jetzt völlig nicht mehr themenrelevant, 4 Jahre später, falls jemand den Podcast hört und findet, kann jetzt mal die Sendung schauen. Jein, wir haben dort eine Folge zum Thema Verschwörungstheorien. Die ist nach wie vor brisant und die hochaktuell. Immer noch. Ja, und auf die bin ich auch sehr stolz. Was ich dort für Zusammenhang gefunden habe, die könnte man sicher heute anwenden. So. Ja, fix. Yeah. Aber du bist schon immer irgendwie an anderen Sachen dran gewesen, logischerweise, das war ja nicht dein Hauptjob gewesen, für die Sendung zu schreiben. Nein! Nein! Da hätte ich sehr ein bescheidenes Leben geführt, ja. Sondern in verschiedenen Bereichen. Und mittlerweile dunkelt es mich so von außen. Wir haben jetzt nicht so viel Kontakt gehabt, aber von außen geht es jetzt schon immer wie mehr in die Podcast, Schreib, Welt exklusiv sozusagen. Ja und nein. Ja, vielleicht nimmt man es jetzt gegen aussen mehr wahr. Ja. Yeah. Also, indem ich einfach dann Co-Host bin beim Podcast, viel vom Writing dort auch mache. Aber es läuft noch ganz viel nebendran auch. Yeah. Und ich finde es als, ja, eigentlich schon immer, oder das, was du vorher erwähnt hast, sich nicht irgendwie beschränken auf etwas, respektive sich in eine Schublade reinsetzen lassen, finde ich irgendwie noch wichtig. Ja. Yeah. Also, ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Und das ist im Moment, finde ich, extrem ausprägt, so das Stammesdenken. Wo gehörst du an? Und diese Haltung hast du zu vertreten, und sonst ist es so ein bisschen komisch. Und das finde ich mega langweilig. Yeah, yeah. Ich mache darum gerne verschiedene Sachen. So sieht auch etwa mein Lebenslauf aus. Das ist so relativ sprunghaft von einem zum anderen. Aber ich finde, da macht es irgendwie interessanter und lustiger und unterhaltsamer. Für verschiedene Sachen zu arbeiten, in verschiedenen Bereichen tätig sein. Ja. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was man denn effektiv macht. Oder? Weil bei mir ist ganz klar die Erkenntnis gesehen, dass eben, wo ich dann angefangen habe mit Comedy, dass ich gefunden habe, ich will jetzt eigentlich wirklich nur noch Comedy machen. Weil eben die Wahrnehmung auch oft in der Schweiz, und das glaube ich jetzt eben in deinem Themenfeld überhaupt nicht, aber wenn es wirklich darum geht, dass man irgendwie noch immer den Kopf noch präsentiert, dann ist in der Schweiz mega oft, sind ja meistens die Menschen, die wir uns ein bisschen, sagen wir, dran gerieben haben in dieser Sendung, sind Leute, die so ein bisschen alles machen. Aber halt eben mehr wegen Positionierung, als weil sie es wollen. Ja, das sind so Schrägstrich, keine Ahnung. Model-Moderator, DJ, Sänger und was weiß ich, oder? Ja. Und dort habe ich so wie, Schauspieler ist dann auch noch gerne dabei, und dort habe ich so wie für mich gemerkt, ich muss jetzt eigentlich auch auf der Webseite, es muss alles weg. Es ist einfach nur noch Comedy, oder? Ja. Also das sollte man wahrgenommen werden. Ja. Aber das ist einfach Marketing. Ja, sicher auch. Das ist Marketing, oder? Du weißt wahrscheinlich besser als ich. Ja, nein, natürlich. Ich meine, das ist bei dir. Bei dir ist du bist ein Brand, oder? Am Schluss wahrscheinlich schon, bist du ein Brand mit dem Podcast, mit Auftritt etc., wo du so rundum baust. Ja. Und die Personen, die du vorher gesagt hast, finde ich dort... Ja, nein, also wirklich, man soll in verschiedenen Feldern tätig sein. Ja. Lustigerweise stört es mich im Bereich, sage jetzt, vielleicht noch Comedy am meisten, wenn Leute bei der Comedy da einfach nutzen, zum Fame kommen. Ja. Yeah. Oder? Wenn es bei der Moderation nicht klappt, dann gehe ich da hin, dann gehe ich da und dann auch noch, Comedy läuft im Moment, dann mache ich auch noch Comedy. Und dann finde ich so, ich finde bei Comedy das Motiv, wieso das machst, schon noch recht wichtig. Absolut. Und ich glaube, das gibt es aber in der Schweiz nicht so viel, wie zum Beispiel in Deutschland. Weil in der Schweiz kannst du nicht effektiv so schnell eine Karriere machen damit, wie in Deutschland, wenn du richtig positioniert wirst. Wenn überhaupt.
Ja. Ja, eben, wenn du richtig positioniert wirst und irgendwie das jetzt gerade das fehlende, keine Ahnung, das fehlende Puzzleteil ist in dieser Comedy-Welt, mhm. dann kann man wirklich die ganze Kohle da schmeißen und kann das einfach zu Tod pushen. Und man hat ja, es ist ja völlig anders aufgebautes Business. Dort hast du ja dann wirklich ein Feld von Autoren, wo du wirklich einfach vorne noch, so wie in der Popmusik, einfach noch jemanden kannst anstellen. Ja. Und ich habe das Gefühl, das kannst du in der Schweiz schon viel weniger. Weil es näher ist, weil es irgendwie direkter und echter ist. Ja, und der Markt ist einfach kleiner. Genau. Also schlicht und einfach. Ja. Und eben darum ist er dann auch schneller gesättigt. Und bei uns ist es auch nicht, bis jetzt zumindest, ist es auch noch nicht so, in Deutschland hast du ja viel mehr, das ist der lustige Arzt. Mhm. Das ist der lustige Hundetrainer, mhm. oder? Das ist die lustige aus dem Ghetto und mhm. so weiter und so fort. Also mhm. dort hast du schon so sehr klare Rollenverteilungen yeah. gehabt. Und dann findest du halt irgendwann noch immer noch eine Nischenrolle, die man auch noch yeah. absetzen kann. Ja, nein, das ist furchtbar. Und bei uns ist es wirklich oft so, das ist der Zuccolini, das ist Helga yeah. Schneider. Also es ist mehr so, mhm. die Figur an sich mhm. lebt viel mehr als irgendwie das, was sie soll darstellen. Mhm. Oder? Und ich glaube, darum kannst du nicht Comedy einfach so mega als Sprungbrett brauchen. Was nein. ich aber merke, ist mega viele Leute, die gerne Comedy würde machen, weil es halt instant Feedback und ja. hoffentlich instant Zustimmung gibt. Ja. Und das kann in anderen Bereichen fehlen. Das kann im Schauspiel fehlen, das kann in der ja. Moderation fehlen. So. Ja. Das sind aber meistens dann halt auch die, die ich zwei, drei Mal bei einem Open Mic sehe. Und dann sehe ich sie fünf Jahre später mal an irgendeinem Küppli-Anlass. Also ja. ich glaube, dort ist dann eben die Motivation dahinter, die hebt dann für das auch in der Schweiz nicht, weil eben du nicht die Maschinerie dahinter hast. Ja, oder einfach Motivation grundsätzlich. Ich meine, du und ich wissen, dass das Comedy ist lustig, es sieht flackig aus, aber wir beide wissen, es steckt einfach hohe Bütze dahinter. Ja. Du musst anhocken, du musst dir etwas überlegen, du musst dranbleiben auch, oder? Du musst wieder etwas Neues machen, du musst wieder Neues schreiben. Yeah. Ist schon nicht ganz einfach. Und schon bei Jacopo Müller habe ich es dort gemerkt, oder? Ich habe so meine Zeiten mir ausbedingt, die ich für die Sendung schreiben wollte. Yeah. Und dann habe ich mich daran halten. Also ich habe Arbeitszeiten für mich definiert. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt ist Freitagabend, jetzt hocke ich an und jetzt schreibe ich Jokes. Yeah. Da ist das Briefing. Ich schreibe. Ich habe jetzt noch nicht so Lust, aber kommt der Appetit mit dem Essen. Mhm. So ja, habe ich wirklich geschafft. Also eine gewisse Disziplin, glaube ich, muss schon haben. Respektive vielleicht ist auch einfach die Lust an der Comedy. Ja, und also man nimmt es ja auch ernst. Das hat meine Freundin gesagt. Sie hat gesagt, sie ist erstaunt, wie unlustig es ist, wenn irgendwie Kollege und ich effektiv über Comedy reden. Also weißt du, es ist dann wirklich, es kann dann stundenlang gehen. Und am Schluss ja, wahrscheinlich findet sie strunz langweilig, kann ich auch nachvollziehen. am Schluss kommen irgendwie zwei Jokes raus, weißt du? Gott, das bist du. Die kann ich dafür dann drei Jahre lang durchballern. Aber das ist wirklich spannend, weil zum Beispiel mache ich jetzt Regie bei einem Kollegen und der ist mehr auf kurze One-Liner, sehr direktes Zeugs, oder? Und bei mir ist ja mehr so ein bisschen das verschwurbelte irgendwie Geschichte, wo dort passiert ist und das hat dann irgendeinen Zusammenhang mit dem und bla. Mhm. So, und da merke ich natürlich schon, darum habe ich mir auch immer so schwer da, eben für so tagesaktuelles Zeugs, also ich empfinde mich nicht als guter Comedy-Autor. Ja. Weil ich eben nicht kann, das hat mich bei dir immer fasziniert, beim Jardin Duvain und so. Eben, Thema, und dann gibst du dir deine ja. Arbeitszeit ja. und dann ballerst du 50 Jokes raus. Ja, ich glaube, Jacopo Müller hat zwei davon ganz gut. Also weißt du, und ich brauche einfach 5 Stunden und dann habe ich zwei, die ganz gut sind. Ja. Nein, also es ist wirklich Fleiss dahinter. Es ist Fleiss dahinter, es ist die Lust, sage ich mal. Eben, ich empfinde grosse Lust, wenn ich irgendein Thema habe, das mich anspringt, tagesaktuelles ja. Thema, das mich anspringt, einfach zum Thema nehmen und beim Schreiben zerbeinlen, also auseinandernehmen, bis kein Fleisch mehr dran ist. Ja. Und zwar von der einen Seite, dann neue Perspektiven nehmen und von dieser Seite ja. einfach das Fleisch wegnehmen, bis nichts mehr dran ist. Das ist so eine Lust irgendwie, das ist wie so ein Spiel, so ein Rätsel, das du lösen kannst. Oh, was könnte man noch für ein... Was könnte man noch für einen Winkel nehmen und wie könnte man es noch sehen? Oder, das ist einfach geil. Siehst du, für das bin ich viel zu in der Comedy sowieso egozentrisch, weil ich muss irgendwie dann den Bezug zu mir finden und es muss ja. wie von mir aus gehen. Oder? Ja. Und darum kann ich, klar, ich kann mir Arbeitszeiten geben,
merke aber eben, das bringt für mich jetzt wirklich nicht so viel, ja. Weil ich kann mir dann nicht den Task geben und jetzt tue ich über die Periode, wo ich dort und dort in der Schule gesehen bin, tue ich jetzt eine mega Nummer schreiben. Sonst ist mir so irgendwie ein Impuls, wo ich so merke, ah, mal ist das passiert. Und dann führt das vielleicht nehmen an. Oder? Ja. Und darum habe ich mir immer so schwer mit dem Zeugs. Nein, ist geil. Immer noch. Ja, ich das Größte. Das Problem ist einzig die Zeit, die du haben, um ein bisschen anhocken und das Ganze ein bisschen sitzen lassen und dann loslegen. Also wenn, da geht wahrscheinlich den meisten Comedy-Writer so, wenn die hocken und schreiben, dann sind sie im Tunnel. Also dann bist du nicht lustig. Dann hockst du am Computer und schaust, also sehr autistisch schaust du in den Bildschirm rein und machst und hackst einfach rein. Ja, es ist dann eben reine Brain-Power, oder? Ich glaube schon, dass es so eine gewisse, ich sage jetzt eben, du hast einen ganz anderen Stil. Ja. Ich glaube schon, dass man so gewisse Talente hat in eine gewisse Richtung, wie man an Comedy angeht oder was man cool findet. Aber wie ich schon gesagt habe, du ein, zwei Mal hast du das Talent, machst und tschüssisch, so, dann hast du ein paar Jokes mal. Aber nachher kommt wirklich Disziplin zum Dranbleiben und man wird auch besser. Ja. Man wird besser im Joke schreiben. Allein schon, es sind so wie Wege, die du im Hirn hast und die kannst du einfach gehen und bist schnell dort. Mhm. Entsprechend schnell bist du auch vielleicht gelangweilt ab gewissen Jokes, weil es einfach sind die gleichen, die immer wieder kommen und dann kommt jemand und erzählt einen Joke und muss sagen, ja, nein. Habe ich schon fünfmal erzählt? Ja, und da ertappe ich mich selber, wenn ich mir dann zum Teil muss sagen, aber das könnte gleich geil sein, wenn ich es irgendwie nochmal ein bisschen umbaue, dass ich finde, eigentlich ist der Joke an sich für mich langweilig, weil ich habe das so schon mal gemacht, aber ich probiere dann irgendwie etwas Neues dazu zu finden. Ja. So, oder? Und ich muss mich dort manchmal selber wie zwingen, weil ich sonst ist mega viele Sachen irgendwann auch ausschließen, obwohl es etwas mega Geiles könnte sein. Ja, nein, du musst es weitertreiben. Ja. Also ich finde das wirklich sehr wichtig. Also du hast sicher auch irgendwie Comedians gehabt, die du in deiner Jugend oder Kindheit gelesen hast, wo du im Erwachsenenalter gelesen hast, ja okay, ist jetzt nicht mehr so ganz lustig. Klar. Aber die machen immer noch die gleichen Jokes. Und du musst sagen, ich kenne die seit die Fifi bin. Es muss ein bisschen weitergehen. Yeah. Und ich glaube, wenn du früher, sag jetzt Comedy, ausgesetzt gewesen bist, hast du das. Dann willst du weitergehen, oder willst du weiterentwickeln, oder du hast einfach Lust, um es noch weiter zu treiben, noch mehr ins Absurde zu drehen. Yeah. Also ich habe hure Freude, wenn ich die Jungs von den Comedy-Männern, wenn wir miteinander rumjoken, und dann schaffe ich es regelmäßig, einfach nochmal einen draufzusetzen, dass sie sagen, oh Gott, nein, wirklich. So. Da finde ich, muss das Ziel sein, um ein bisschen Comedy so ein bisschen weiter zu treiben, nicht sich zufrieden geben, der Nächste. Joke bringen. Und ich musste letztens so müssen lachen. Mein Sohn hat mich humortechnisch überholt. Respektive er ist jetzt auf dem Niveau. Kommt er zu mir an und sagt, Papi. Wie alt ist er? Er ist 14. Ja. Er kommt zu mir an und sagt, Papi, was steht auf dem Grab von einem Mathematiker? Auf dem Grabstein vom Mathematiker. Ich sage, ja, im Hinterkopf, oder? Yeah. Hey, Papi schreibt Jokes, ich kenne jeden Witz. Yeah. Damit hat er nicht gerechnet. Er schaut mir an und sagt, nein, Hans-Peter Wolf. Hey, ich bin einfach am Boden gelegen vor Lachen. Es ist einfach geil. Ja. Einfach schon aus dem den Joke zum Joke gemacht. Genau. Riesig. Sehr geil. So gut gefunden. Also die Voraussetzung, du musst zuerst den Joke überhaupt kennen, dass dieser Joke funktioniert. Das ist so gut gefunden. Das finde ich also das Faszinierende daran. Und dort merke ich dann, wie man zum Teil eben wie einen Schritt muss zurückgehen muss. Weil wenn es dann nur irgendwie absurd ist und eben zum Beispiel du das Verständnis nicht hättest. Ja. Ja. Ja, eben, damit hat er nicht gerechnet, etc. Dann bist du auf einmal wie verloren im Posten. Und mega oft merke ich auch, wie gewisse Sachen auf der Bühne, weißt du, im eigenen Kopf sind sie super klar, oder? Mhm. Aber du hast... Das ist ganz ein anderes Spiel, Du hast wie irgendwie eine Info, hast du im Publikum nicht gegeben, wo du in deinem Kopf hast. Ja. Das ist vor allem, als ich angefangen habe, das so oft gesehen, dass ich irgendwie... Ich habe mich sau oft retten können,
So in den ersten zwei, drei Jahren habe ich mich sehr oft können retten, indem ich meinen Joke erzähle und sie ist still. Und dann habe ich ihn erklärt. Mhm. Das heisst, sie haben dann das Gefühl, vielleicht ein bisschen länger gegangen, der Weg zum Ziel, ja? Aber sie haben dann das Gefühl gehabt, dass alles vorher habe ich erzählt als Prämisse. Und dann, wenn ich es wirklich erkläre, das ist der Witz. Weil ich gemerkt habe, die haben sonst gar nicht gecheckt, was ich da vorher erzählt habe. Die drei. Nein. Ja, also solo habe ich da den noch nicht gespielt. sonst war es höchstens drei gewesen. Aber, ja. Aber es ist eigentlich, dort habe ich so wie gemerkt, du setzt zum Teil nicht zu viel voraus, sondern du erklärst dich zu wenig. Ja, ich finde die Balance mega schwierig. Mhm. Also wir haben die Diskussion ja regelmäßig, wenn wir unseren Podcast machen, da hocken wir zusammen, wir schauen, was für Material rum. Und wir haben regelmäßig die Diskussion, also ja, aber da müssen wir den Leuten zuerst erklären oder nein, da kannst du schon voraussetzen. Ja. Ich tendiere ein bisschen mehr dazu, nein, da entweder wissen es die Leute, respektive vielleicht bedienst du einfach ein paar, die dann lachen und die Prämisse kennen. Ja. Als einfach, nein, komm mal erklären, vorher nochmal, was passiert ist und wieso jetzt dann nicht da nachher lustig sein soll. Aber ich glaub, das ist mega schwierig. Genau, ich glaube, was ich meine, ist nicht einmal das Wissen im Publikum voraussetzen, sondern schon nur deine Gedankengänge in einem Joke drin. Mhm. Oder? Ich glaube, dort ist nochmal ein Unterschied, weil das finde ich super faszinierend. Und darum finde ich Comedy heutzutage eigentlich nochmal viel spannender, weil du hast ja fast keine grossen gemeinsamen Nenner mehr. Ja, das stimmt. Als Publikum. Ja. Ja. Früher hast du, ist wie klar gesehen, du hast drei Fernsehsender. Mhm. Das heisst, wenn du Witz über Wetten, das gemacht hast, haben einfach alle gecheckt, was der Witz über Wetten, das ist. Weil sie haben alle plus minus gleiche wissen. Ja. Oder? Und heutzutage könntest du, ich sage immer, ich könnte wahrscheinlich eine Stunde Breaking Bad Material rausknallen. Und wenn ich die richtigen 200 Leute im Publikum hätte und würde sagen, das ist eine Show über Breaking Bad und irgendwie alle Menschen, die Breaking Bad gesehen haben, können das dann schauen, was der absolute Knaller. Aber wenn ich das einfach in irgendeinem Raum mache und es hocken, weiss nicht wie viele 100 Leute dort, dann lachen einfach vielleicht nur 50. Mhm. Und die lachen mega. Mhm. Aber die anderen, weiss nicht wie viele, fühlen sich dann irgendwie ja nicht nur aussen vor, sondern einfach so. Hä? Ja, nicht lustig. Ja, was soll das? Ja, oder finde Breaking Bad ein Scheiß. Was auch immer. Oder so, ja. Und das ist viel segmentierter heutzutage. Das stimmt. Das macht es wirklich schwieriger. Und wenn du dann mal so einen grossen gemeinsamen Nenner hast, dann wird es schon fast langweilig. Ja, eben. Und dann hast du auch überall die gleichen Jokes. Genau. Weil alle sich auf die Themen dann stürzen, die rum sind. Und im Moment ist halt ist Corona, ist frisst alles was, auf. Was ist das? Ja, es geht etwas um. Ach so, okay. Ja, aber es ist genau das, oder? Ja. Ein Corona-Witz ist so. Ja. Und dann ist es aber wieder spannend, in dem Fall etwas zu finden, wo wir nicht direkt mit Corona zu tun hat, aber wo irgendwie alle trotzdem wo alle kennen, genau. Um den Bezug zu schaffen. Dann wird es spannend. Also das ist, wenn heute zum Beispiel jemand noch über das Fliegen redet, denke ich zuerst, aber wenn dann dort irgendwie noch etwas Spezielles rauskommt vom Fliegen, wo du das Gefühl hast, es ist alles schon erzählt worden, jeder Joke über das Fliegen ist gemacht worden, der Pilot redet so und das und das. Und dort irgendwie aber etwas Neues dazukommt, das ist ja dann wie das Geile. Ja. Und das ist aber genau wieder die Aufeinanderschichtung, oder? Ja, ich finde, es ist immer reizvoll zum Schauen, wo kannst du Spannung erzeugen. Sei es im Thema, irgendwo gibt es gewisse Themen, die so ein bisschen tabuisiert sind, wo man nicht darüber reden sollte, wo Spannung einfach schon erzeugt. Mhm. Oder Sex, Religion, Politik, so das Dreigestirn, wo man eigentlich in einer Unterhaltung draussen eigentlich sollte vermeiden sollte, wobei Politik leider ein bisschen zu fest zugenommen hat. Finde ich. Ich habe das Gefühl, Corona verbindet beides. Corona hat ja so eine. Als Thema hat es ja sehr starke religiöse und politische Einflüsse. Ja. Nämlich, du hast einfach mal für dich entschieden, Team so und so. Ja, eben. Ja, genau. Was in der Religion und der Politik genau das Gleiche ist. Und du kommst gar nicht mehr auf irgendeinen Konsens. Ja. Ja, und dann erzählst du einen Joke und sagst, und dann hast du gerade wieder eine Diskussion. Yeah. Groß, oder? Furchtbar. Furchtbar. Ich finde, da bin ich ganz. Der Bill Maher hat da letztens gesagt, wir sollten
man sollte nicht mehr über Politik reden miteinander, dass man einander wieder findet. Dann hat er keine Sendung mehr. Ja, nein, schon. Yeah. In einer Show, ja. Yeah, yeah. Aber im Alltag, die Leute untereinander, wir sind alle, ich war früher ein extrem politischer Mensch. Gewesen. Yeah. Bist bei uns daheim Thema gewesen, von klein auf, wir haben immer über Politik geredet, man ist in der Zeitung etc. Und da habe ich ein bisschen verloren, einfach weil es ist so laut geworden und es ist ständig Politik. Mhm. Alle reden ja nur noch Politik und haben ihr Lager. Und es wird alles politisiert. Es wird alles politisiert und schiessen, also es ist nur noch Abgrenzungs, hey, da sind wir und da sind ihr. Ja. Und vielleicht sollte man nicht mehr so viel miteinander über Politik reden, sondern wieder mehr ein bisschen einfach auch da dahinter sehen, auch ein bisschen toleranter werden und so ein bisschen darüber ausgehen. Und in dem Sinne vielleicht so wieder neue Jokes finden, jetzt für unsere Branche. Yeah. Und vielleicht auch so ein bisschen mehr auch sich selber nicht mehr so ernst nehmen, das gehört auch ein bisschen dort rein. Und in dem Sinne ein bisschen auch, sagen wir mal, gegen das eigene Team schiessen. Natürlich haben wir einen Joke, wenn jemand ein Seich rausgelassen hat, irgendwo in den Medien etc., ein Politiker. Natürlich muss man das hoch nehmen. Yeah. Aber im Grundsatz ist es ja viel spannender, ich sage jetzt, um deine eigene Peer Group hoch nehmen. Mhm. Das ist ja viel lustiger. Du weißt ja viel mehr darüber. Du weißt wo die Minen begraben sind, wo du draufdrucken kannst. Yeah. Und die Leute wissen ja, dass du eigentlich auch in diesem Team bist. Das ist aber die Frage. Das ist ja viel lustiger. Das macht eben so ein Bill Burr macht das ja. Genau. Der druckt ja genau auf die wunden Punkte von den Leuten, die er weiss, die mögen ihn. Ja. Ja, und erklärt mit dem seinen Punkt ja eigentlich dann sehr genau. Das Problem ist, es wird dann halt oft aus dem Kontext gerissen und so weiter und so fort. Aber zu dem nicht über Politik reden, weiss ich noch, wo die US-Wahlen gesehen sind und sie da irgendwie haben müssen ihre Ballots abgeben und die es nicht brieflich gemacht haben, haben halt müssen irgendwie noch vor Ort und Wahllokale sind ja komplett überlaufen gesehen. Und haben ja Bericht gesehen, wie sie irgendwie in Vegas seit 8 Stunden anstehen und irgendwie der hat den Campingstuhl mitgenommen und sie hat irgendwie das Essen mitgenommen und was weiß ich. Und dann haben sie wirklich so eine super Redneck interviewt mit einem riesigen Cowboy-Hut und also ich tue es jetzt frei übersetzen, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe. So, wir sind jetzt seit Stunden da und wir haben eine super Zeit. Wir sind am Witz machen und wir haben es wirklich lustig und so. Und weißt du, was geil ist? Keine Sekunde hat irgendjemand gesagt, wer jetzt der gut wählen. Ja? Und dann merkst du, shit, aber auch nur wegen dem ist es gegangen. Weil irgendwie, wenn einer gesagt hat, ja, Biden und der andere Trump und so, dann hat sie sich hätten alle Knarren gezogen. Genau, ich sage verhauen, wahrscheinlich hat sie sich verschossen. Ja. Aber weißt du, was ich gedacht, wo ich so Bilder gesehen habe in den USA, wo Leute eben so tagelang eigentlich angestanden sind, zum wählen, und dachte, wow, krass, die wollen wirklich wählen. Wenn du bei uns müsstest, so lange, würde niemand gehen. Ja. Niemand. Ja. Also, wir arbeiten so knapp, um das Couvert auszufüllen. Jetzt muss ich dann in den Briefkasten tun. Und die stehen irgendwie 8 Stunden an. Die wollen wirklich wählen. Das ist super geil. Vor allem, wenn es dann eben noch zusätzlich erschwert wird. Und du musst ja, das ist ja so absurd, dass du überhaupt kannst wählen kannst. Musst du jetzt erst registrieren, dass du darfst wählen. Riesen Aufwand betrieben. Dann würde bei uns würde niemand mehr wählen. Gerade was sage ich? Nichts, da haben wir Geduld gar nicht. Ich würde auch nicht wählen, wahrscheinlich. Weil wenn ich aktiv etwas muss machen muss, damit es überhaupt dann zu dem passiven Punkt kommt, wo sie mir ein Kuvert schicken, war schon vorbei, oder? Ja. Das ist krass. Aber darum, das, ich glaube schon, es gibt wie immer so die Themen, aber ich habe das Gefühl, Covid tut die Themen leider sehr zusammenbringen. So. Ja. Die Themenfelder, sagen wir jetzt mal. Ja, aber ich finde, im meisten finde ich es nicht, leider nicht auf eine gute Art. Es kommt, also, das war jetzt eine wahnsinnig gute Analyse. Nein, aber es ist wirklich so. Also du merkst es im Alltag, oder? Ja. Sei es im Ernsten, dass wirklich die Leute irgendwo auseinanderreisst oder auch in der Comedy oder so, wo ich finde so, also wir kommen regelmäßig, wenn wir bei uns im Podcast über Corona reden, und wir merken es ja selber, aber die Leute schreiben uns und sagen, hey, könnt ihr nicht mehr. Yeah. Wir wollen nicht mehr, wir mögen nicht mehr und wir bringen uns lieber Humor, dass wir ein bisschen runterfahren können, dass wir mal etwas anderes können denken können. Mhm. Irgendetwas über etwas können lachen, weil es ist wirklich, es ist ermüdend. Aber da sehe ich auch wieder einen wahnsinnigen Unterschied zwischen
Bühnensachen und eben zum Beispiel Podcast oder etwas grundsätzlich tagesaktuelles Schreiben, da wird es dann natürlich schon sehr eng und dünn, wenn du musst sagen, okay, wir lassen das Thema jetzt weg, wo seit bald 2 Jahren die Menschheit dominiert, ja. Oder? Über was redet man denn? Weil das fragen die Leute ja schon mich, weil sie eben den Unterschied zum Teil auch nicht wirklich machen. Und ich sage, ich kann auf der Bühne schon über anderes reden. Ja. Ich erzähle Geschichten aus, eben, irgendwie von meiner Kindheit bis heute, wo alles Mögliche beinhaltet. Und kann sogar sehr bewusst von diesem Thema wegsteuern. Aber wenn es dann irgendwie um Aktualität geht und irgendwie eben was so ein bisschen in der Gesellschaft passiert. Wir haben es geschafft jetzt. Ja. Also mindestens thematisch. In der neuesten Folge jetzt haben wir es geschafft, um nicht Corona drin zu haben. Okay. Bewusst. Gar nicht? Nein. Ich habe bewusst darauf geschaut, dass wir mindestens als Hauptthema Corona nicht irgendwo drin haben. Ja. Ist herausfordernd, aber ja, es funktioniert. Und es gibt dann einfach, ja, manchmal hast du Glück und dann hast du ab und zu so gewisse Themen, die trotzdem aufpoppen, die gleich lustig sind, die nicht mit Corona zu tun haben. Ja. So, wo einfach lustig sind, irgendwie auf dem Mars, auf dem Mond wollen sie noch Wasser suchen oder auf dem Mars wollen sie aus Urin und Blut Baustoff herstellen, dass man Häuser bauen kann. Das machen sie aber wahrscheinlich dank der Impfungen. Also, du findest sicher wieder einen Corona-Bezug. Nein. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich weiß nicht, wie viel. Wir haben ja damals auch viel logischerweise über Late-Night-Shows geredet und so, weil wir im Kern etwas Ähnliches gemacht haben. Eben, weil man hat müssen, Themen von der Woche irgendwie satirisch verarbeiten. Das macht ja eine Late-Night-Show im Normalfall. Oder? Und darum haben wir auch viel über die geredet und irgendwie was man geil findet oder was man nicht geil findet. Und eben so haben wir uns ja gefunden, wo wir ahnen wollen. Und ich habe natürlich gemerkt, auch wenn sie alle darüber geflucht haben und gesagt haben, ich will nicht mehr über den Trump reden, es ist so schlimm und Zeugs und Sachen, merke ich schon, wie alle jetzt sehr leiden, wenn sie mal nicht Trump als Thema haben. In den USA? Ich finde. Ja? Ja. Also zum Beispiel Colbert finde ich mega schwierig, wenn er nicht seine Zielscheibe Trump hat. Ja, ich könnte es nicht mal beurteilen, ich schaue zu wenig. Okay, lügst du nicht so? Nein, also grundsätzlich habe ich meinen Medienkonsum massiv abgeschraubt, aus Gründen. Ja. Ich verstehe. Ja, nein. Aber es hat halt eben auch wieder an Wichtigkeit verloren. So. Ja. Das Einzige, wo ich regelmäßig konsumiere, ist Real Time with Bill Maher. Ja. Lustigerweise, ja, ist er sehr politisch. Ja. Aber ich finde ihn wahnsinnig gut. Und er hat nichts an Schärfe verloren, nur weil der Trump weg ist. Nein. Immer noch gut unterwegs. Aber er hat auch, eben, auch in diesem Ding hat er immer ein bisschen andere Ansätze gehabt. Also er hat ja dann, das ist das, was du vorher gesagt hast, er hat ja dann zum Beispiel im Wahlkampf, hat er ja dann als einer der wenigen effektiv den demokratischen Wahlkampf kritisiert, oder? Und eben gesagt, was jetzt da falsch läuft, um gegen einen Trump zu gewinnen. Und alle anderen haben oft nur den Trump bashed. Genau. Und that's it. Genau. Und das finde ich viel spannender. Aber das meine ich eben. Und das ist dann natürlich, wenn dann deine Essenz trotzdem auf einmal weg ist, dann wird es auf einmal schwierig. Weil eben dann ist es so, in Arizona haben sie jetzt irgendein neues Wasserwerk. Und also weißt du, es ist dann so, dann ist deine Essenz auf einmal völlig entzogen. Und der Bill Maher hat dort viel globaler über das Zeug geschaut, behaupte ich. Ja, er hat jetzt in der Struktur nicht die gleiche Sendung wie ein Colbert. Ja. Yeah. Colbert ist wirklich so unterhaltig und jetzt schon auch politisch, aber nicht primär. Genau, aber die ersten 15 Minuten sind einfach nur Anti-Trump gesehen, oder? Ja. Und dann wird es aber auf einmal ein bisschen schwieriger, da noch irgendwie etwas Neues zu finden. Ja. Und ich glaube, das Gleiche ist eben mit so, wenn du jetzt sagst, die Leute schreiben euch mittlerweile, man soll nicht mehr über Corona reden. Dann widerspricht das komplett mit dem, was alle irgendwie gedacht haben. Nämlich, so ein Thema wird ja für die Comedy Gold sein, oder? Ist es auch gewesen. Aber nicht lang. Eine Weile. Eben. Ja. Nicht lang. Ja. Eine Weile lang ist es. Und dann verfault es. Ja, es fault wirklich. Es ist, ich glaube auch, weil man es einfach zu nahe auch in dem Sinne erlebt haben. Und wir sind noch nicht, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten und kommen an den Punkt an, dass man dann wirklich könnte
ich sage jetzt wirklich in dem Sinne ein bisschen zynisch auch darüber lachen oder so. Also weißt du, yeah, yeah. aus Elend entsteht oder aus Schicksal entsteht viel Lustiges. Das ist immer eine Treibkraft. Klar, aber dann sicher mit viel Distanz. Ja. Denke ich. Ja. Wir müssen einfach eben im gleichen Boot sitzen, den gemeinsamen Nenner hat, die gemeinsame Ausgangslage, wo wir darüber lachen können. Genau, nämlich eben, wenn es irgendwann mal wirklich vorbei ist, wenn du wirklich kannst sagen, jetzt ist seit einem Jahr null Ansteckung, was wahrscheinlich eh nie wird passieren. Dann könntest du vielleicht sagen, jetzt machen wir etwas drüber. Ja. So in dem Stil, oder? Ja. Aber für mich auf der Bühne ist es viel einfacher gewesen, das effektiv dann einfach wegzulassen, oder? Mhm. Wirklich einfach zu sagen, wenn ihr noch in einer Show kommt, schauen, dann soll es eben mal abschalten sein von dem. Mhm. Weil ich habe den Ansatz, wie ich nicht haben wollte, eben das ist jetzt das Thema und ich denke mir dann zum Teil, muss man nicht nur wegen der Aktualität ums Verrecken so etwas drin haben. Also weißt du, weil eben dann wird es schnell langweilig. Und vor allem, wenn es etwas ist, was die Leute sehr beschäftigt, dann irgendwie sind sie den ganzen Tag mit dem irgendwie da am Diskutieren und dort und da. Und dann sagen sie, endlich bin ich in einem Theater. Mhm. Oder? Und dann kommt er auf die Bühne und sagt, Ansteckungsgefahr, das. Also weißt du, es ist dann so, du kannst wie keine Ferien mehr machen davor. Oder? Ja. Und ich denke, ab und zu, sollte eine Comedy-Show auch genau das sein. Oder? Wirklich effektiv mal loslösen. Ja. Und es muss gar nicht so ein intensives Thema sein, weil, als ich in den USA war, ist gerade Caitlyn Jenner ist so das Hauptthema gewesen. Mhm. Und dann gehst du eine Mixed-Show schauen, wo irgendwie 15 Comedians auftreten und alle haben 3 Caitlyn Jenner-Jokes am Anfang drin. Oder? Und nach der dritten Person bist du einfach so, ist okay. Also weißt du, dann ist quasi die Aktualität verliert aufgrund von Überfluss. Ja. Ja, eben. Aber das ist das, was ich meine, mit ein Thema probieren weiterzutreiben. Ja. Weil es gibt einfach gewisse Jokes, die bieten sich an. Oder die machen alle im Prinzip. Mhm. Und dann probieren irgendwie einen noch mehr zu machen oder irgendwo anders hintreiben. Natürlich hast du die, die du ein bisschen bringen musst, einfach ja. dass draußen sind. Ja. Also, im Writing habe ich das sehr hilfreich gefunden. Mhm. sehr zum Aufwand von denen, die es nachher durchlesen mussten. Aber ja, klar. Du sag jetzt die erste halbe Stunde, manchmal habe ich einfach das Hirn lernen. Ja, aber dann lernen oder das Hirn warm laufen lassen, dann tust du mal die raushauen, wo du sowieso sofort drauf kommst. Mhm. Und dann. Ja. Dann kommst du ein bisschen dorthin, wo so der Sweet Spot ist, wo es dann... Ja, das habe ich auch immer gesehen bei deinen Einsendungen sozusagen. Kann man auch wirklich zuschauen, wie das Hirn funktioniert, oder? Ja. Weil halt eben genau das Abgrasen eigentlich, ja. oder? Du gehst von einem Feld, gehst zum nächsten und zum nächsten. Ja. Und mit der Zeit kann sich das immer wie mehr ausweiten und verschwurbeln sozusagen. Domenico hat einmal geflucht. Ja. Nein, er hat nicht geflucht, aber er hat einmal gesagt, lecker, okay. Jetzt hat er wieder geschubert. Bei Jacopo Müller. Ja, wenn ich irgendein Thema hatte, dann habe ich, weiß nicht wie viel. Aber es ist wahrscheinlich, was ich noch spannend gefunden habe bei Jacopo Müller, ich meine, das ist ja wirklich so klassisch Late Night. Es werden Themen verschickt und x Autoren schicken ihre Jokes ein. Mhm. Und was ich dort aber spannend gefunden habe, ist ja eine Joke-Datenbank sozusagen. Das heisst, das ist jeder Satz, den du als Joke eingibst, ist ja dein eigener Eintrag. Mhm. Und durch das kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn du einfach mal die Hirne leerst, dann hast du ja trotzdem alle die Einträge gemacht. Mhm. Und dann bist du irgendwann bei Seite 17 und dann kommt mal der Rest. Und dann muss halt der Headwriter muss dann trotzdem das alles durchlesen. Yep. Das heisst, dort hat es zum Beispiel für mich viel mehr Sinn gemacht, weil du mir einfach ein Word geschickt hast, yeah. wo irgendwie eineinhalb Seiten lang ist und dann hast du wirklich eben so können... Ja, dann ist ein Gedankenstrang von der gleichen Person. Und dann hast du auch auf einmal auch viel besser damit können arbeiten, weil du auf einmal so siehst, aber warte jetzt, das mit dem, und dann kommen wir irgendwie dort hin, oder? Ja, absolut. Ja. Und bei Jacopo Müller ist ja wahrscheinlich auch noch die Herausforderung gesehen, täglich ist nochmal etwas anderes, weil du kannst eben so wirklich, wenn wir jetzt beim Beispiel Trump bleiben, heute hat er an der Pressekonferenz das und das gesagt. Das ist morgen nicht mehr relevant. Mhm. Aber heute zeig schnell den Clip, machst deine 3 Witze drüber, fertig. Mhm. Und bei etwas Wöchentlichem
musst auch schon, obwohl das Thema aktuell ist, musst du dann trotzdem schon ein bisschen tiefer graben. Du musst dir dann schon überlegen, wenn du dann irgendwie am Freitag zu oben ansitzt für eine Sendung am Sonntag, musst du dir überlegen, okay, wie relevant ist das überhaupt noch in zwei Tagen? Wie viel sollte ich von den Tagen vorher überhaupt einbeziehen? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja, ich finde, es kommt darauf an, wenn du wirklich gute Jokes hast, dann ist es wert, um es auch zwei Tage später, von mir aus eine Woche später noch bringen, manchmal. Wirklich. Ja. Manchmal ist es einfach einem Joke geschuldet, dass er die Welt, dass er das Licht von der Welt erblickt. Ja. Weil es einfach lustig ist. Und dann nimmst du halt das Thema nochmal auf, einfach, dass der Joke überhaupt kommt. Aber das ist ja dann oft so, irgendwie, keine Ahnung, dann hast du am Sonntag zu oben, schaust die Sendung und dann denkst du, ah, da wär's, das wäre es gewesen. Oder? Ja. Ja. Dann schiebst du ihn nachher. Ja. 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 Aber wöchentlich ist schon eine völlig andere Herausforderung. Ja, mega. Weil das haben wir auch gemerkt bei dieser Sendung. Eben, du bist dann so, okay. Zum Beispiel, wir haben es geschafft, wir haben eigentlich nie über den Trump geredet. Und es war 2017 gesehen. Also das ganze Jahr 2017 haben wir eine Sendung, ich weiß nicht, wie viel es gesehen sind am Schluss, irgendwie 90 Stück. Nein, nicht ganz. Ich weiß es nicht mehr. Aber sehr viel, ja. Und wir haben eigentlich nie den Trump als Thema genommen. Mhm. Weil es auch. Ja, es ist einfach auch, eben, es hat sich so schnell abzeichnet, dass das Thema langweilig wird. Eben, und weil es am Dienstag schon im relevant gesehen ist, was am Wochenende passiert ist mit ihm. Weil es die komplette Überforderung vom News-Cycle hat eigentlich ein bisschen mit den News-Sendungen angefangen, die halt irgendwie in den letzten, sagen wir, zwei Jahrzehnten aufgebaut worden sind. Ja. Aber noch viel mehr. Ja. Mit dem Trump, der einfach die News konstant überfordert hat, oder? Ja. Ja, also angefangen hat es 2011, würde ich sagen. Also 9-11. Ja. Oder? Das war 2001 gesehen. 2001, ja. Würde ich sagen, genau. Ja. Dort hat er ja angefangen mit den Breaking News. Ja. Gefühlt. Breaking News. Das sind ja effektiv Breaking News gewesen. Ja, eben. Heute sind irgendwie die Push-Meldungen, die haben ja nichts mehr mit Breaking News zu tun. Mhm. Das sind überhaupt nicht relevant. Mhm. Aber da hat er angefangen, dann hat man Breaking News, Push-Nachrichten und wir sind alle drauf angesprungen, oder? Ja. Halbstündliche Sendungen, also alle halbe Stunde wieder News, wir sind ja seit dort nur noch am News konsumieren. Ja. Und es ist so, in den wenigsten Fällen lernst du ja wirklich etwas. Es ist mega wenig, mega wichtig. Fran Lebowitz hat mal gesagt, es ist nichts wichtig in den News. Mhm. Null. Yeah. Wenn es wichtig ist, läutet man die Mutter an. Genau. So, das ist ihre Aussage. Und das stimmt. Du lernst nichts. Yeah. Du schaust es und natürlich, dein Hirn wird stimuliert und du hast Empörung und du, oh nein, und fühlst mit und siehst etwas. Aber du lernst in der Regel nicht sehr viel daraus. Du siehst ja nur, dass es passiert. Ja. Yeah. Aber du könntest auch eine Woche später könntest es noch schauen und dann hättest du es vielleicht sogar eingeordnet. Du hättest einen Kontext und nicht einfach ein Feuer. Ah, ein Feuer. Ja, ich bin 7000 Kilometer weg, ich kann es nicht löschen. Vor allem, weil die Breaking News, wie du sagst, irgendwann gar nicht Breaking gewesen sind, sondern was wirklich Breaking News ist, ist eigentlich nur eine Frage von, kriegst du es gerade um 2 mit oder kriegst du es dann halt um 5 mit? Weil irgendwie sich eh alle erzählen, oder? Ja. Aber wenn ich, oh mein Gott, wenn ich, Christoph, wenn ist der Michael Jackson gestorben? Schau das mal schnell nach. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr ein kruder Übergang. 2009, glaube ich. Das ist gut möglich. Das kann sein. Irgendwie Frühling 2009, irgendwie so. Nein, ich glaube Ende Februar. Januar, Februar. Ende im Herbst. Oder im. Ja? Ja, aber selbst da, weißt du, natürlich. 20. Juni 2009, ja, du hast recht, das ist Ende im Frühling gewesen, ja. Mhm. Okay, das ist eigentlich schon fast Sommer. Weil, das weiß ich nämlich genau. 2009, okay, also irgendwie das iPhone, das erste ist 2007 rausgekommen, irgendwie so November, irgendwie dort rum, bis es bei uns war, irgendwie 2008. Und im 2009, weiß ich noch, bin ich in einem Club und dann kommt einer irgendwie am 3 Uhr morgen und zeigt mir eben so eine Breaking News Push. Mhm. Michael Jackson ist tot. Mhm. Und das ist zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, wo eben aufgrund von so einer Push-Nachricht, Breaking News, was weiß ich. Und das ist
hat sich dein Leben nicht verändert. Nein, aber dort ist es natürlich sehr absurd gesehen, ja, weil du hast noch nie am 3. Morgen irgendwelche News gekriegt, ja, weißt? Ja. Und du bist wirklich so gesehen, was? Und alle haben sich das einfach erzählen. Und irgendwie eine halbe Stunde später hat der DJ Michael Jackson Song gespielt. Weißt du so? Also dort hast du wirklich gemerkt, was das für einen Impact hat. Und das ist vielleicht ein halbes Jahr gegangen. Und dann ist es gesehen, wir machen den Rollerblade-Test. Oder keine Ahnung was. Als Breaking News. Ja. Und ab dann hast du effektiv eben die konstante Überforderung und haben wir ja wieder, dass sie bei uns draufklicken. Und ja. Ja, nein, wirklich. Ich finde es mega schlimm und ich bin eigentlich ich bin ein News-Junkie. Ja. Yeah. Ich und du bist jetzt auf den Zug sozusagen? Ja, nicht auf den Zug, nein. Ich bin so ein bisschen in der Überdosis. Ein bisschen. Oder ein bisschen, ziemlich konkret. Also weißt du, so, ständig kommt irgendeine News hier und du musst alles bewerten, wenn es reinkommt. Finde ich wichtig, finde ich nicht wichtig, dass man, oh, das ist krass, das ist wichtig. Das muss, und in deinem Hirn läuft eine ständige Bewertung, wo tun ich es an. Yeah. Ist alles kommt laut rein und du musst, ist alles wichtig. Viele Entscheidungen, die dein Hirn muss treffen muss, was sonst könnt für wahrscheinlich anders brauchen, oder? Huere viel. Drum, yeah. Also weißt du, darum auch der Vergleich, man hat, wenn man darüber redet, dass irgendwie soziale Medien oder das iPhone und so, ja, Leute, die das kritisieren, dann immer so, ja, nein, es hat schon immer Technologien gegeben, man gewöhnt sich daran. Ja, ja, die Leute haben schon über die Locke und den Fernseher und die Zeitung geflucht. Es ist schon nicht das Gleiche. Nein. Leute haben früher noch nicht während einem Gespräch einfach im Fernsehen aufgenommen und haben angefangen, Fernsehen zu schauen, während der andere hinten geschwätzt hat. Und hat sollen mit dieser Person weiterreden. Ja. Yeah. Oder einfach die Zeitung aufgeklappt. Das hat man nicht gemacht. Und es ist nicht der Impact, der ständige Impact aufs Hirn, mit zum Entscheidungen fällen, zum Bewerten, zum Ui, yeah, lesen. Und es macht müde. Es macht extrem. Mir macht es mega müde. Vielleicht geht es nicht allen gleich, aber so ermüdet mich. Und die Leute reden auch nur noch über das Thema, wo sie jetzt gerade wieder neu haben. Und du siehst ja am Rhythmus von der News, es ist auch gerade wieder vorbei. Es ist nach einer Woche nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr relevant. Und wir machen die nichts mit dieser Info. Null. Du kannst nichts machen, sie nützt dich in der Regel nichts. Vielleicht diskutierst du in der Arena noch drüber. Sollst auch nicht. Nein, also weißt du, ja. Aber zu dem dazu, abgesehen vom News-Cycle, kommt ja dann noch dazu, was du gesagt hast. Du kriegst ja noch mehr Infos, einfach schon nur aufgrund von X WhatsApp-Gruppen, irgendwie noch eine Insta-Notification da und irgendwie noch das Mail und so. Und ich weiß, irgendwie vor ein paar Tagen kann ich irgendwie. Ich habe meinen Laptop an den Fernseher angeschlossen, um etwas über den Fernseher zu schauen. Und dann habe ich alle Programme zugemacht. Einfach mehr, damit es nicht ruckelt und damit alles funktioniert. Oder? Und dann hat irgendwann am nächsten Tag gesehen, ich so, ich habe 7 neue Mails. Das ist ja, weißt du, so auf dem Handy irgendwann. So, okay. Und dann habe ich mal geschaut. Und dann habe ich gemerkt, es ist mir so viel besser gegangen, dass ich nicht während dem Fernsehen schauen, irgendwie noch die Mails gekriegt habe, weil ich hatte ja eh nicht in dem Moment reagiert. Weißt du? Weil es ist irgendwie zu oben gesehen und ich bin am Fernsehen schauen gesehen. Ja. Aber ich habe es mitgekriegt und es hat mir wieder einen Impuls geschickt. Scheiße, du hast dann noch mehr zu tun. Ja. Ja, weil du so weißt, du weißt am Abend, in der Zeit, wo du eigentlich nichts machen solltest, weißt du schon, oh nein, da muss ich noch. Dann habe ich gemerkt, wie es so viel Stress weggenommen hat in dem Moment. Ja. Oder? Ja. Nein, ich nehme mich da nicht aus. Ich bin mega anfällig, in das Führli vom Handy schauen und wieder, was läuft so. Eben, mega anfällig. Da muss ich mich wirklich an die Nase nehmen und bewusster einfach nicht. Ja. Und im Umkehrschluss habe ich es aber natürlich auch so, ich tue gerne mal das Handy wegschmeißen, wenn der Laptop nicht um ist, dann ist das kein Ding. Aber im Umkehrschluss ertappe ich mich, wie wenn ich jemand mal irgendeine Nachricht schreibe, egal welche Zeit, und es kommt zum Beispiel nur ein Högli. Du bist schon genervt. Weißt du, so, wieso kommt jetzt nur ein Högli? Ja. Was ist dein scheiß Problem? Okay, gut, aber das ist ein Punkt. Ich erwarte in 5 Minuten eine Antwort. Nein, eine Antwort erwarte ich nicht. Aber
nervig sind die Leute, die das Blauwerden von den Höckli ausgeschaltet haben. Das habe ich schon lange. Und du weißt nicht, haben sie gelesen oder nicht. Ich erwarte nicht, dass du zurückschreibst, aber sag mir, dass es angekommen ist. Da regt mich so auf. So, was willst du dich verstecken hinter? Ich tue dann Antwort. Nein, zeig mal, was du gesehen hast. Das habe ich schon lange, weil ich es eben nicht will sehen. Das habe ich schon lange so drin. Weil wenn du es ausschaltest, dann ist es auch für alle anderen bei dir ausgeschaltet. Ja. Das finde ich super. Weil eben, dann stresst es mich schon weniger. Weil wenn ich sehe, jemand hat es gelesen, bin ich gestresster oder weniger gestresst oder was auch immer. Wirklich? Ja. Und ich penne, dann mache ich den Flugmodus. Das heisst, wenn jemand mir schreibt, sehen sie ja trotzdem eben ein Höckli. Mhm. Und dann irgendwann so am 11 Uhr am Morgen, Mittag, wie man es auch will definieren, wird aus dem Höckli wird dann zwei Höckli. Ja. So. Und dann wissen sie, ah, jetzt hat er es gesehen, jetzt ist er quasi erreichbar. Also du stehst am 11 Uhr auf? Ich stand zum Teil früher auf, aber ich tue eigentlich den Flugmodus immer erst um 11 Uhr aus. Da musst du auf der Zunge sagen, oder der Schule steht zum Teil früher auf. Ja. Krass. Aber es ist ja... Geiler Lifestyle. Es ist auch mit meinem Job verbunden. Gut, das stimmt. Und ich sage, das ist eben spannend, ich sage nicht, wegen dem Job stand ich am 11 Uhr auf, sondern ich bin schon immer am 11 Uhr aufgestanden und ich habe den Job gefunden, wo ich das auch machen kann. Ja gut, ja, wenn du so um den Anfang aufschlüsseln, ja, dann geht es mir ähnlich. Ja, aber es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich in dem Fall umso mehr nicht Not, sondern der Wunsch zur Tugend gemacht. Oder? Ja, das stimmt. Und das sind eben, momentan bin ich weniger gut drin, aber das sind auch eigentlich die goldigen Momente, wenn ich zum Beispiel wirklich aus natürlichen Gründen am 9 Uhr aufwachen und ich bin nicht müde. Und ich kann wirklich auf das Handy noch Silo und ich kann mir einfach mal einen Kaffee machen und auf dem Balkon sitzen. Das sind eigentlich goldige Momente, wo viel zu selten sind. Ja. Lustigerweise, also weißt du, in der Religion hat man es eigentlich schon aufgeschrieben gehabt. Ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Also weißt du, null religiös. Ja. Aber man hat aufgeschrieben, man hat definiert, an den und den Tag wird nicht geschaffen. Nicht geschaffen. Ja. Wir machen kein Feuer, wir machen kein Licht. Ja. Es wird nichts gemacht. Und da finde ich eigentlich schon noch geil. Also man hat sich ein bisschen vorausgesehen, dass man ab und zu eine Pause braucht, um sich regenerieren und zu sagen, so und jetzt nicht. Und zwar für alle. Und dann funktioniert es. Ja. Dann geht es. Das ist wie wenn, da siehst du einmal im Sommer, probierst irgendjemanden zu erreichen, niemand rum. Ja, weißt du, es ist Sommer. Ja, ja. Sind alle in der Ferien oder ist Sommerloch. Und es interessiert keinen Schwein. Und es ist alle gleich. Genau, es interessiert keinen Schwein. Ist alle gleich. Dann denke ich manchmal, wieso können wir das nicht sowieso ab und zu machen? Ja. So, ja, im Sommer akzeptieren wir es und alle finden, ja, okay, dann ist halt Sommer, gell? Ja. Yeah. Kann man ja auch sonst machen. Aber nein, der Rest vom Jahr, wenn wir immer rum sind, dann sind wir so im Hamsterrad drin. Der Sonntag habe ich mir effektiv angewöhnt. Der Sonntag ist eigentlich wirklich kein Arbeitstag mehr. So, also auch nicht als selbstständig irgendwie noch Mails machen und so. Ja. Das kriege ich mittlerweile recht gut an. Plus ist immer... Im Normalfall, jeder zweite Sonntag ist noch Formel 1 und es ist irgendwie noch Fußball und was weiß ich. Und dann ist es wirklich so der Morgenmantel-Dude, der sich ein bisschen Sport reinzieht. Und als ich Teenager gesehen bin, habe ich bei meiner Mutter immer die Religion gewechselt. Wenn sie mich am Samstag aus dem Bett wollte holen, bin ich jüdisch gesehen und am Sonntag bin ich christlich gesehen. Aber was ich sonst bei so Brücken und so, das finde ich großartig. Wenn irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie Auffahrt und der Bruck danach. Dort mache ich super gern für mich Mails und so Sachen, weil ich weiss, es kommt sicher nicht zurück. Und ich habe meinen Teil gemacht. Dann kann es abhaken. Genau, wenn dann Montag, Dienstag ist, dann schaffe ich auch wieder normal weiter. So, das ist eigentlich noch geil. Ja, das stimmt. Wenn du so deine To-Do-List endlich mal so reduzieren kannst auf ein normales Mass, dass nicht einfach im Kopf hinein noch alle To-Dos drin hast. Ja, der Sonntag ist eigentlich, finde ich, auch ein wichtiger Tag. Also das ist, bei uns ist das Family Day. Ja. Da bist einfach, ist wirklich wichtig, dass dann natürlich Handy schaust und da und es geht nicht immer. Und dann eine Weile habe ich am Sonntagabend angefangen vorbereiten für den Montag und habe schon etwas gemacht, weil ich dann am Montag ein bisschen weniger haben müssen.
Ja, ja. Es verfließt mega schnell und mega fest, aber der Tag durch ist wirklich, dann ist Familie, dann ist Kind und sonst nichts. So, ab und zu ist, dass ich am Abend irgendwie etwas schauen oder weggehen. Ja. So, es gibt aber zum Glück ja auch extrem wenig Gigs am Sonntag. Also weißt du, ganz selten nehme ich mal einen an, irgendwie, wenn es eine gute Sache ist, sag ich jetzt mal. Ja? Mhm. Aber normalerweise gibt es keinen grossen Grund, am Sonntag aufzutreten. Und dann kann sich das auch organisch wirklich so zusammenfließen. Dass du wirklich sagst, okay, in dem Fall wird langsam aber sicher der Sonntag mein effektiver Freitag. Ja, aber dann musst du reinhämmern. Genau. Die musst du wirklich die Zeit nehmen, oder? Wir haben es gemerkt, jetzt einen Termin zu finden. heute den Termin finden. Das ist nicht eigentlich nichts Schwieriges. Ja. Yeah. Aber so, nein, dann kann ich nicht. Ah, dann bin ich weg. Ah, dann ist da. Genau. Und jetzt es ist da aber, und es ist aber natürlich, das ist in dem Fall das Schöne daran, wir machen ja einen klassischen Termin. Klar haben wir jetzt ein Mikrofon und Kameras und was weiß ich, aber wir haben effektiv einen Termin gesucht, wo wir beide am gleichen Ort zur gleichen Zeit können sein. Mhm. Und das wird heutzutage, also nicht erst seit Covid, sondern auch vorher schon, wird es ja immer wie weniger gebraucht. Mhm. Und weniger gemacht. Und vieles eben, komm, telefonieren dann schnell, dann haben wir das besprochen. Und was du vorher gesagt hast mit der Ablenkung und was weiß ich, jetzt habe ich vielleicht einmal den Christoph gefragt, wenn der Michael Jackson gestorben ist. Aber dass ein modernes Format wie ein Podcast für mich unglaublich seelenreinigend ist, weil ich effektiv mit Menschen anhocke und schwätze. Mhm. Und zwar anders, als wenn ich gehe zu Nacht essen. Ja, du musst auch etwas sagen. Weil, also, ja. es ist ein stiller Podcast. Und vor allem nicht, auch wenn du gehst essen, ist es nur, oh, what, das muss ich schnell nehmen. Ist okay, nur ganz kurz, 5 Minuten, Business, bla bla. Oder irgendwie die Frau fragt noch schnell etwas. Und so. Und mir hocken jetzt wirklich auf, ich habe den Flugmodus drin. Mhm. Und ich weiß, es explodiert jetzt wahrscheinlich gerade. Weil es ist immer dann, wenn du den Flugmodus reinmachst, wenn alle noch irgendetwas ganz Dringendes und ganz Wichtiges. Mhm. So, aber es stresst mich nicht. Ja. Und das finde ich eigentlich geil. Stimmt, da hat etwas. Ich finde, etwas Ähnliches hast du zum Beispiel, wenn ins Fitness geht. Ja. Probiere ich es zumindest. Natürlich das Handy dabei, aber dort kann man es auch probieren, zum möglichst nicht Handy. Oder Kino. Ja. Super. Ja. Weil im Kino tust du nicht nur den Film laufen, schaust nebenan etwas anderes. Voll. Machst du nicht, sondern du bist dann wirklich auch dort und du schaust den Film auch zu Ende. Das ist dann, das machen wir ja eigentlich fast nicht mehr. Einfach nur auf eine Leinwand schauen. Ja, weißt du, wie viele Leute mir erzählt haben? Ich habe immer noch nicht geschaut, weil ich gefunden habe, wenn ihn schaut, dann schaut ihn richtig. Der Scorsese, der auf Netflix ist. Pretend it's a city? Nein. Der letzte Scorsese. Der Film? Ja. Wo alle dabei sind. De Niro. Irishman. Ja, genau. Habe ich nicht geschaut. Aber aus dem Grund, weil alle gesagt haben, das ist 3 Stunden lang. Eben. Nein, aber, ich spinne doch. Aber wenn, dann gebe ich mir die 3 Stunden. Aber ich habe von so vielen Leuten gehört, ich habe angefangen, nach einer halben Stunde habe ich weggeschaltet. aber das ist doch nicht die Idee von einem Film. Nein, das ist nicht die Idee von einem Film. Weil Once Upon a Time in Hollywood geht auch fast 3 Stunden. Ja. Da habe ich, gut, es ist auch effektiv in Hollywood gesehen, habe ich im Kino geschaut. Und das braucht es, das sucht dich so ein, da hat so etwas Meditatives, oder? Aber das musst du geben. Das heisst, du kannst, wenn du daheim schaust, wird es schon schwieriger. Ja. Weil dann irgendwann mal findest, ich gehe noch schnell aufs WC, ein bisschen Hunger, schnell Pause, irgendwie noch ein bisschen Salami-Rädchen schneiden oder keine Ahnung was, weißt du? Ja. Und dort ist dann effektiv, du hockst, wie du sagst, du hockst im Kino und du gibst dir das. Und irgendwie so nach 1,5 Stunden denkst, so viel ist jetzt noch nicht passiert. Also, aber irgendwie hat also mit mir hat es super viel gemacht, weil es hat mich so richtig runtergeholt. Mhm. Irgendwann bist du richtig in dieser Welt. Mhm. Und dann findest du, da hätte jetzt auch 5 Stunden gehen können. Aber das musst du im Kino machen, finde ich. Ja, weil das machst du daheim nicht. Du hockst nicht an aufs Sofa mit dem Partner und schaltest hin und was sollen wir schauen? Ja, der Film. 3 Stunden! Nein, das schaltet niemand rein daheim. Mir ist daheim irgendwie schon 2 Stunden zu viel Commitment. Ja. Weißt? Darum sind ja jetzt Serien so toll, oder? Das Wahnsinn. Das hure Binge. Ja. Am Schluss hast du 4 Stunden Serien geschaut. Eigentlich hast du einen Film geschaut. Ja, aber du hast dich jedes Mal aufs Neue entschieden. Ja, genau. Aber es ist schon, ich finde es schon faszinierend. Du hast wirklich, aktuell hast so, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist eingegrenzt auf wirklich entweder 15 Sekunden oder 3 Stunden. Ja.
So zwischen denen gibt es nichts mehr. Ja, und das finde ich, aber dann eben das Faszinierende an einem Podcast, weil man dort zum ersten Mal sagt, okay, das nehme ich jetzt begleitend. Ja. Also auch ein Podcast ist mir sehr bewusst, dass wenig, also wir haben zwar eine Videoversion, die haben auch eine Videoversion, ja, wenig sitzen an und schauen das jetzt von A bis Z. Und wenn, meistens irgendwie gleich noch mit dem Handy in der Hand. Und ja, so, gut, laut, ja, ja, ja. So ein bisschen Double Screening, lalila. Ja. Aber du kannst es effektiv dir ins Ohr geben, wenn du im Auto bist, wenn du irgendwie putzisch und so weiter und so fort. Was früher noch, glaube ich, eher so, bei meiner Mutter zum Beispiel, weißt du, so Soaps. Mhm. Einfach so, es muss jetzt nicht, du musst jetzt nicht jede Sekunde voll dabei sein, aber es ist perfekt, um irgendwie noch die Wäsche zu machen und weißt du so. Mhm. Mhm. Und du kannst das schön als Begleitmedium nehmen, weil alles andere ist eben mittlerweile, entweder bist du voll drin oder du bist voll dus. Mhm. Wie du sagst, es ist so 15 Sekunden oder 3 Stunden. Aber darum glaube ich, so ein bisschen an Erfolg von Podcasts. Ja. Yeah. Weil du so nah bei den Leuten dran bist. Voll! Also du kannst es konsumieren, in dem Sinn, daheim, ich sage jetzt in Situationen, die Leute erleben dich in Situationen, wo sehr privat ist. Mega! So eben Wäsche zusammenlegen, Wäsche machen oder abwäschen, also putzen. Und da verbindet mega fest, glaube ich. Und darum ist auch, das effektive Begleitmedium, wie zum Beispiel früher Radio gesehen ist. Also weißt du, wenn ich so von alten Radio-Kollegen und Kolleginnen höre, ist so, weißt du, in den 80er, wo Privatradio, Lokalradio ist, ja, das ist der absolute Shit gesehen. Ja. Weil das ist zum ersten Mal, natürlich hast du schon so Öffentlich-Rechtliche gehabt, aber du hast dann auf einmal in Basel, in Zürich, in Bern, hast du effektiv eine Station gehabt, wo die Ort, nur die Ort behandelt, oder? Das ist so volles Ding gewesen. Ja, und es hat sich an dieser Regel nichts geändert. Ja, genau. Es hat sich nichts geändert. Aber du tust jetzt eben heutzutage tust du das Zeug noch jemand anders beziehen. Ja. Ich meine, früher, wenn du Rauch am Himmel siehst, hast du das Radio angeschaltet. Oder? Mhm. Du musst wissen, was passiert ist. Und jetzt hast du halt schnell googelt. Du holst dir viel mehr selber die Info, als dass die Info neu mit dir muss gegeben werden. Und darum sind eben die Push-Benachrichtigungen auch so bescheuert. Ja. Weil eben, wenn dich etwas interessiert, kriegst du es mit. Ja. Weil du selber effektiv danach suchst und wenn es super wichtig ist, kriegst du es sowieso mit. Ja. Ja. Das ist eigentlich das Absurde da. Aber die Regel bleibt die gleiche. Die Leute wollen etwas haben, wo in der Nähe passiert. Ja. Das ist das, wo du wissen, was passiert da in der Nähe. Es gibt immer Leute, weißt, wo schnöden mit, ja, aber da interessiert jetzt schon niemand mehr. Weißt du, wenn irgendwo weit weg in Krieg ist. Ja. Dann muss ich sagen, ja, das ist leider so. So funktionieren wir. Wenn das Haus nebendran brennt, ist das dir näher, als wenn 7000 Kilometer weiter weg ein Krieg ausbricht. Das ist leider so. Es ist mega traurig, aber es ist ein Fakt. Das ist wie Autobombe in Paris. Das ist 2 Kilometer von dieser Station, wo wir mal vor 3 Jahren bei der Brasserie sind go essen. Ja, natürlich, aber du kannst dir vorstellen. Du bist das ist dort der und du warst, das ist gerade dort hinten gewesen. Ja. Und da finde ich eigentlich, ist da für News, wäre es die goldige Regel, um wieder mehr sich auf so etwas fokussieren, auf Nähe bei den Leuten. Ja. Was nicht so passiert. Eben, man kommt eben News mit über von irgendwo in News aus den USA, News, wo du denkst, ja und jetzt, ich kann an dem nichts ändern. Es ist nicht einmal, die Nachricht ist nicht einmal wahrscheinlich für mich gedacht, im Ursprung. Mhm. Aber ich muss gleich jetzt damit umgehen. So, hä? Ja, vor allem, wie du damit musst umgehen, das ist, du hast vorhin 9-11 genannt, das ist für mich etwas vom krassesten ever gewesen. Dass die Realisierung, wie eben damals eigentlich noch Journalismus kontrolliert hat, was die Menschen jetzt gesehen kriegen und was nicht. Weil mein Vater war per Zufall in den USA, wo 9-11 war. Am 10. war er sogar noch in New York und am 11. war er dann in Florida. Und dann, nach weiss nicht wie vielen Stunden, ich ein bisschen Schiss gehabt, weil ich nicht gecheckt habe, dass er weitergeflogen ist. Ich dachte, er ist in New York. Wirklich nach 8 Stunden oder so, irgendwann bei uns 11 Uhr zu oben oder was auch immer gesehen ist, hätte er mal können Hi anrufen. So. Und dann ganz kurz telefoniert, weil die Leitung natürlich konstant am Arsch dort. Und dann haben wir es irgendwie kurz geschafft. Und wir sind seit Stunden am Fernsehen und gesehen,
wie, weißt, wie sie aus den Türen winken, mhm. wie sie runtergumpen, so, oder? Und mein Vater so, was? Was? Das hat keine Sekunde, habe ich das jemals gesehen. Ja. Einmal habe ich ganz kurz gesehen, jemand winken, ja? Aber alles andere, nichts. Dann habe ich gemerkt, ah krass, also in den USA wird schon weniger gezeigt, ja. als wie bei uns, weil du ja. eben näher bist, oder? Ja. Sprung zu, weiss nicht wie viele Jahre später, Charlie Hebdo. Mhm. Klicke ich auf irgendeinen Artikel und dann kommt ein Video, wie ein Polizist verschossen wird. Und du siehst das. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, mittlerweile muss man ja selbst Zensur betreiben. Weil, mhm. weil die Medien heutzutage sagen, sind, da kannst du alles haben. Mhm. Du musst aussuchen. Mhm. Das heisst, allein das ist ja schon eine absolute Überforderung. Völlig Überforderung. Klar. Weil ich habe dort in dem Moment gesehen, das ist etwas, was ich nicht will sehen will. Mhm. Und was ich auch nicht sollte sehen, wahrscheinlich. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Nein, du weißt nicht, was das mit dir macht. Genau. Aber ich kann nicht den Back-Knopf drücken und Nein. es ist weg. Nein. Oder? Nein, das ist die. Es hat mit unseren Technologien zu tun, dass wir können, weißt, entscheiden können. Oder Click is King. Und yeah. da wird viel geklickt. Also pushen wir es, dann wird es noch mehr geklickt. Yeah. Dass man nachher den Sponsoren kann sagen, schau, wir haben mega viele Klicks bei uns. Yeah. Ja, ihr habt damit ein Video von einem, der verschossen worden ist, geholt. Aber das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erzählt. Sondern ja, das ist dann, nein, wenn du es analysieren genau. und den Sponsoren sagen, übrigens, ah ja, da haben wir da. Da ist einer gemordet worden. Da haben wir einen riesen Spike gehabt. Da sind vor allem Brüste gewesen. So, also weißt, ja. das ist absurd. Ja. Und da, wo du sagst für den Konsument, finde ich, das stimmt auch dort mega fest. Mich stört das, dass ich muss über die News entscheiden muss. Ja. Ich komme heim und muss nochmal arbeiten. Mhm. Du musst nochmal arbeiten. Ja, ja. Du bist nochmal Redaktor und musst entscheiden, ja, was ist wichtig, was will ich anschauen. Gut, dann hast du das gemacht. Dann hockst du aufs Sofa. Komm, wir schauen etwas. Oh ja, dann musst du noch Programmdirektor spielen. Ja, was schauen wir heute? Aber Tom, ich bin schon ein Fan vom klassischen Zappen. Wahnsinnig geil. Das gibt immer schon gerne. Die anderen lachen mich immer aus, weil ich irgendwie daheim hocke und ich schaue lineares Fernsehen. Yeah. Aus dem Grund, ich will nicht entscheiden, was jetzt im Fernsehen läuft. Weißt du, was meine Freundin und ich das Wochenende gesehen haben? Vielleicht 15 Minuten. Und ich hatte the time of my life gehabt. Weil sie hat so etwas nicht kennt und hat es super, super irritierend gefunden. André Rieu Gala. Oh mein Gott, aber ja. Weltklasse. Es ist so fucking geil gewesen. Ja. Und zwar wirklich so pre-Covid in Maastricht, einfach der grösste Platz, den sie jemals gefunden haben, mit einer Bühne, die so breit ist, wie der ganze Platz, wo das Publikum dann drauf ist. Ja. Und der André Rieu hat etwa 150 Leute auf dieser Bühne, die alle in so mega schlechten, ja. altertümlichen Kostümen sind. Ja, ich weiß genau, welches Bild. Oh shit. Und dort, eigentlich spielt er nie mit dieser fucking Giga, sondern er steht einfach so ein bisschen dort und zwischen Songs sagt ja. immer so, ihr seid müde, ihr geht nach Hause. Und immer alle so, nein, nein. Und er so, doch, ihr geht schlafen. Und sie so, nein. Und dann kommt auf der nächste, da da da, wupp. So, und dann sagt irgendwann, jetzt kommt einer, David Hasselhoff. So, und dann kommt der fucking David Hasselhoff. Im Kit auf die Bühne gefahren. Logisch. Das ganze Orchester, wenn man es so will nennen, spielt Night Rider Musik. Und dann steigt er so aus in so einem hohen Frack und sagt so, Kit, get off the stage. Oder irgend so etwas. Weißt du, was du weißt, der kriegt irgendwie $40,000, für das er schnell auf Maastricht wow. fliegt. Und dann macht er mit dem Orchester Happy Looking for Freedom. So, also das haben wir geschaut. Ich hoffe nicht, dass in dem Moment passiert ist, dass du und deine Freundin synchron nicht gleich gesagt haben. Du sagst, was für ein Scheiß, und sie sagt, wow, das ist verdammt geil. Und nein, dann haben sie euch angeschaut. Ist umgekehrt gesehen. Du lernst etwas vom anderen, was du nicht hast wollen wissen. Es ist umgekehrt gesehen. Wirklich. ich habe eben einfach als passiver Zuschauer, mhm. ja? Oder wahrscheinlich sogar aktiver Zuschauer, aber ich habe weder bewusst
darum, um den Wink wieder zu kriegen, zum Zappen, oder? Ja. Ich habe weder bewusst gesagt, ich will André Rieu Gala schauen. Hättest du nie gemacht, hoffe noch, jetzt für dich. Nein, noch habe ich eine CD von dem daheim, noch habe ich jemals ein Ticket gekauft. Ja. Wir haben dann aber eine Diskussion darüber, dass er gesagt hat, wenn ich eingeladen würde werden, würde ich wahrscheinlich sagen, das gebe ich mir mal. Und wahrscheinlich hätte ich sogar Spass dort. Weil ich mich darauf einlassen könnte. So, oder? Und sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie das kennt. Finde ich richtig. Finde ich richtig. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Aber das, sind, das, aber das ist genau der Effekt vom Zappen, oder? Es kommt etwas genau. aus einer anderen Welt in genau. deine Welt, wo du sonst nie hast. Nie. Weil sonst bist du nie. Konstant auf dem personalisierten Bubble-Schüssel. Genau. Hey, da hast du wieder eine geile Serie, die wir dir empfehlen. Ob sie jetzt wirklich für dich ist oder ob sie sie pushen wollen, scheißegal. Deine Musik, die du jede Woche reingespielt kriegst, hey, das ist Musik, die dir gefällt. Meistens nicht. Meistens ist es auf die, die am meisten gezahlt hat, ja. oder? Ja. Das heisst, wenn du dann wirklich bewusst aus dem aussteigst, hure geil. Ich finde es wahnsinnig geil, genau weil ich mich um nichts kümmern muss. Ich sitze an, ich mache den Fernseher an und es ist wie einfach das Feuer brennt und ich schaue einfach in das Feuer rein. Das ist so mein Teil. Ja. Und den Rest der Arbeit sollen bitte andere machen und dann tue ich ein bisschen rumzappen. Darum ist Kino ja eigentlich auch immer das geilste gesehen, ich sage jetzt schon gesehen, also ob es Kino nicht wird geben, aber man empfindet es ein bisschen als das. Ja. Wenn am Anfang Trailer gelaufen sind. Meistens ist ja dann so kurz gesagt, ah shit, welchen Film schauen wir schon wieder? Ah, okay, ja. Weil wenn du einfach so 3, 4, 5 Trailer gekriegt hast, hast du auch einfach Zeugs gesehen, wo du sonst nicht würdest schauen. Hast du manchmal auch einen Trailer gesehen, wo du denkst, oh fuck, schade, wieso läuft jetzt nicht der? Ja. Und dann bist du nachher dann bist so, oh nein, jetzt schauen wir ja den Film. Ja. Nee. Eigentlich hätte ich lieber den anderen. Schlimmste ist, wenn irgendwie so ein Trailer für so eine mega geile, lustige Komödie, du lachst dreimal ab im Trailer und dann weißt du so, jetzt schauen wir das Kriegsdrama, okay. Ja. Aber, das habe ich zum Beispiel geil gefunden, ich bin ja früher noch Filmredakteur gesehen. Niemand weiß wieso. Aber ich halt immer die Pressevorführungen können schauen. Mhm. Und ich sage jetzt, dass das meine journalistische Entscheidung war, aber eigentlich oft, weil ich fuli Sau war. Ich habe mich natürlich 0,0 informiert vorher über die jeweiligen Filme. Du hast gesagt, ich will unabhängig sein. Genau, eben, das war meine journalistische Entscheidung. Aber eigentlich kriegst du so eine Doku, zumindest wenn du vor Ort bist, dann kannst du ein bisschen drin rumblättern und so. Und das habe ich eigentlich wirklich immer erst danach gemacht. Und das war super interessant, weil du hast keine Ahnung gehabt, was dich erwartet. Und es ist oft irgendwie Dienstag, 11 Uhr am Morgen. Ja, geil. Und zum Beispiel ist mal das eine gesehen, There Will Be Blood. Jetzt gibst du 3 Stunden zu Daniel Day-Lewis als kranker Ölbaron. Und danach weißt du, okay, heute an diesem Tag schaffe ich nichts mehr. Ja. Es ist einfach vorbei. Ja. Das macht so viel mit dir. Ja. Aber geil. Ja. Also weißt irgendwie, du lässt dich auf etwas ein, wo du sonst nie so würdest. Weil eben sonst müsstest du dich entscheiden, There Will Be Blood, warte jetzt, geht lang, bin ich in der richtigen Stimmung. So, darum die Entscheidung abnehmen lassen, ist super. Wahnsinnig gut. Das ist mega wichtig, eben bei den News, auch online. Ich finde darum Zeitung lesen auch immer noch geil. Mhm. Meistens, nicht jetzt, wenn ich unterwegs bin oder so, aber in einem Kaffee. Ja. Irgendwo hockst du eine Zeitung lesen, ein Blätter ist. Und dann lesest du irgendwie einen Artikel über irgendetwas. Und dann merkst du, aha, da hat einen Zusammenhang mit. Wo eine Information, die du schon hast, wo da irgendetwas Neues dazu lernst. Irgendwie Quallen oder Algenausbreitung, weißt du was. Und da hängen zusammen mit dem Klimawandel. Jetzt sind so, darum kaufe ich auch gerne crazy. An Bahnhöfen. Oder früher noch am Flughafen, wenn du irgendwie nirgendwo hin hast müssen oder hast müssen warten, also kaufe ich gerne auch mal ein Magazin zu etwas, was mich null interessiert. Mhm. Und wie ist dein Garten jetzt so? Und mittlerweile kann ich dir genau erklären, wie man sein Pavillon mit Blumentöpfen schönert. Nein, aber das ist mega wichtig. Das ist wirklich wichtig, dass man über Informationen stolpert, wo man. Das heisst nicht, dass du es gut finden musst. Das heisst auch nicht, dass du dort irgendetwas musst machen damit wirklich. Aber dass du so Sachen auch mal siehst, wo nicht aus deiner Welt sind. Genau. Und das hat auch mit Leuten zu tun, oder? Auf Leute treffen, wo nicht deiner Meinung ganz sind, wo einen völlig anderen Lebensstil führen. Aber du kannst es gleich irgendwie
gut haben miteinander. Richtig. Und lustig haben miteinander. Ja. Und die aneinander amüsieren. Und auch einander hochnehmen, das ist okay. Natürlich kann man Witze übereinander machen, aber nicht, yeah, aber nicht gerade so, ihr sind die und ich bin da. Das finde ich etwas wahnsinnig langweilig. Aber darum ist es wirklich so geil, Traveling in der Schweiz und ein bisschen Deutschland und so, Comedian sein. Mhm. Weil du gehst an einen Ort, mhm, wo du nicht wärst und du redest mit Leuten, wo du sonst nicht, mhm, würdest interagieren, ja? Mhm. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner, nämlich eben zum Beispiel, die haben den gleichen Humor, mhm, ja, weil sie können meine Show schauen. Also, mhm, finden sie zu grossen Teil das lustig, was ich auch lustig, mhm, finde. Und das kann dann wirklich eben komplett unterschiedliche Meinungen zu was weiß, mhm, ich sein. Mhm. Und es ist dann völlig egal, weil statt, es klingt immer so abdroschen, aber statt die ultimative Differenzen zu Tod reden, mhm, kann man eben bei den kleinen Gemeinsamkeiten anfangen. Ja. Und es bereichert einem, es bringt dich extrem. Ja, und wenn es Comedy-Material ist, wo kannst, also wenn du etwas erlebt hast und, ja, getroffen hast, wo einen ganz anderen Lebensstil führt wie du, ja, wo du einfach entweder findest, oh shit, das ist völlig crazy, mhm, völlig kaputt. Ja. Und dann hast du irgendwie neue Jokes schon dazu. Oder du hast, wo du denkst, wow, geil, ja, das könnte ich auch mal so probieren, ja, oder so. Ja. Und das ist... Das ist Menschsein im Prinzip. Wir wären ja nie nicht angekommen, wenn man nicht irgendwie voneinander etwas abgeschaut hätte und denkt, wo Leute hergekommen sind mit dem Rad und die anderen hätten gesagt, ich bin ein Unirad, ihr seid blöd. Ja. Absolut. Also, und ich glaube, mittlerweile ist das auch segmentiert. Früher hast du das in der Arbeitswelt, hast du das ja noch viel mehr gehabt. Mhm. Das halt einfach, mhm, du hast einen Job ausgeführt und, mhm, es sind Menschen aus allen möglichen Bereichen sind gekommen und haben verschiedene Versionen, mhm, oder verschiedene Jobs in diesem Gebiet gemacht. Mhm. So, oder? Und mittlerweile ist halt alles sehr spezifiziert. Oder? Und du bist, mhm, eben, du bist spezifisch für das hier und du hast vier Leute, die genau das Gleiche machen. Mhm. Und dort wird es dann schon ein bisschen enger, aber du findest natürlich trotzdem noch sehr unterschiedliche, mhm, Menschen, mhm, wie sie ja sind. Mhm. Und in der Comedy finde ich das geilste. Ich komme mit Leuten in Kontakt, wo ich so sage, das Einzige, was wir gemeinsam haben, und das ist sehr viel, ist, dass wir Comedy machen. Und sonst, das ist eine andere Welt. Ja. Komplett also, andere Welt. Wir haben beide Eis an der Waffel irgendwo. Ja, genau. Und das verbindet uns. Und sonst ist auch egal. Genau. Du musst auch nicht nachher, oder sonst irgendwie miteinander viel, mhm, viel zu tun haben, im Prinzip. Aber in dem Moment ist es lustig. Absolut. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen eine Binsenwahrheit, aber in der Comedy, finde ich, triffst du ab und zu auf Leute, oder das kann auch sonst passieren, aber verdichtet in der Comedy auf Leute, fängst miteinander an reden und es macht tak, 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 und du, mhm, hast einfach irgendeinen Scheiß zusammengeschnurrt und hast dich kaputt gelacht. Mhm. Weil beide irgendwie das gleiche Mindset haben, das muss einfach lustig sein. Oder, genau, wird lustig sein, es, genau, soll einfach leicht sein. Das ist schon huere geil. Das ist so. Eben, das ist bei uns ja auch so gesehen. Mhm. Habe ich wirklich die Telefonate habe ich danach wirklich am meisten vermisst an dieser Sendung. Dass man halt wirklich sich anruft und, mhm, über irgendetwas Dummes schwätzt, mhm, und dann ist eine halbe Stunde vorbei und eben, hauptsächlich haben wir uns gegenseitig zum Lachen gebracht. Ja, oder? Wir haben uns vor allem einfach angefeilt, blöd, ja, und irgendwie und so. Und haben beide gewusst, es ist lustig gemeint. Genau. Ja, logisch. Boah, jetzt haben wir schon über 1,20 haben wir jetzt gemacht. Über Gemeinsamkeiten, Differenzen und was weiß ich. Ja. Wir haben auch schon viel darüber geredet, eben so quasi ein bisschen digital sich entziehen und so. Letzte Frage, die ich mir stelle im Podcast, weißt du, was die ist? Ich weiß nicht, ob ich es beantworten will. Ich kenne die Frage nicht. Ah, okay. Das heisst, du hast noch nie einen Podcast von mir fertig gelöst. Mal. nein, meine letzte Frage ist eigentlich immer, was du denn effektiv machst, um dich gut zu fühlen? Was ich mache, um mich gut zu fühlen? Yeah. Punkt 1, Familie. Ja. Yeah. Mega. Das hilft so fest, weil es dich genau aus einer Situation, aus einer Welt rausnimmt, wo du drin bist. Fühlst dich nicht gut, weiss ich nicht, war beim Arbeiten, yeah, und kommst heim und dann ist so, ah. Ja. Yeah. Das ist so eine eigene Welt, das ist eine geschlossene kleine Welt, mit den Kindern sein, mit der Frau sein, einfach so da, mhm, da fühle ich mich gut. Nichts machen, auch daheim, mhm, nichts, einfach nichts machen, ist das Schönste, was es gibt, ich, mhm, liebe es.
Einfach nichts. Ich sehne mich nach Langweile manchmal. Wir haben ja zu viel im Kopf, wo ich müsste. Blablabla. Ich sehne mich dann auch einfach mal nichts haben und einfach mal wieder langweilen, weil aus der Langweile aus entsteht nachher auch wieder irgendetwas. Ja. Wenn du genug lang gelangweilt bist, dann fängt das Hirn irgendwie da an funken und dann leihst du wieder los. Mhm. Und ja, es ist leider wirklich doof, aber es ist Comedy produzieren. Ja. Jokes schreiben macht glücklich. Es ist ein bisschen, ich weiss, es ist schnelles Dopamin. Absolut. Aber es ist so das sogenannte Joke-Coke. Mhm. Du kannst beim Writing, oder auch wenn du es nicht aufschreibst, du kannst dich selber zum Lachen bringen. Mhm. Aber da gibt es nie einen Zustand. Du kannst dich nicht selber kützeln, einen Joke machen, wo du selber kannst darüber lachen. Völlig absurd. Yeah. Aber du kannst dich selber zum Lachen bringen. Das Hirn gibt dir Dopamin, du fühlst dich gut. Mhm. Das ist wahnsinnig. Ich finde, das macht auch süchtig. Ja, darum habe ich so viel Programm rausgeballert in so kurzer Zeit. Weil für mich ist, genauso wie auf der Bühne stehen, mich glücklich gemacht hat, ist es eben gesehen, wieder irgendeinen Einfall zu haben. Da kleine Momente, oder? Wenn du diesen Einfall hast, ist es so, wow! Und dann irgendwie um Charlie anzuläuten und den Einfall zu erzählen, oder? Und der Charlie, der sagt, schon nein. Meistens. Ja. Nein. Jetzt hörst du auf, trinken, jetzt gehst du heim. Aber der kurze Moment so, oder? Und dann irgendwie es auf der Bühne zu machen und es funktioniert nicht. Dann schießt es sie an. Nein, schießt sie nicht mal unbedingt an, sondern dann gehst du wieder einen Schritt zurück und dann probierst du es anzupassen. Und wenn es dann irgendwie wieder funktioniert, dann bist du so, wow. So, oder? Und der ganze Prozess, der geht völlig weg, wenn jetzt einfach jahrelang das gleiche Material würde spielen. Also weißt du, dann ist es einfach so. Ja, aber ich meine, wenn es Lachen bringt, findest du es gut, dann ist es geil. Ja, aber, ist aber okay. Der Prozess dahinter, dass eben das Joke, Coke, Dopamin, Ding, das geht dann wie weg. Genau. Und das finde ich das mega, mega geil. Yeah. Natürlich, Bühne hast du auch noch. Ja. Yeah. Aber so da vorher finde ich, da bist du so für dich allein. Und da ist so, da kannst du dich selber wirklich glücklich machen. Das finde ich wahnsinnig geil. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das so gesehen, als ich dann eben angefangen habe, allein überhaupt an einem Programm zu arbeiten, was ich vorher nicht groß gemacht habe und eben für das dann auch noch nebenan bin, du fährst ja dann auch an, sehr positiv können Zeit mit dir selber verbringen. Mega. Wirklich? Weißt du, wo der Friener so dich nicht ausgehalten hat, blöd gesagt, wo du das Gefühl hast, also ich bei mir ist das so gesehen, ich will jetzt nicht unbedingt allein ein Wochenende in der Stadt. Ja. Oder? Das hat der Friener mir nie zugeschrieben. Hat gesagt, das machst du nicht. Und dann irgendwie fragst du jemanden oder gehst einfach nicht. Ja. Und mit der Zeit merkst du, so, doch, ich kann super Zeit mit mir verbringen. Ja. Aber ich finde, es ist dann daheim. Bei dir ist daheim. Ja. Find ich geil. Ja, nein, ich finde da wirklich, ich finde da geil, daheim sein und sich einfach mit seiner Fantasie, mit seinem Hirn beschäftigen und etwas und so etwas produzieren, ist wahnsinnig viel Befriedigung, die dort drin steckt. Ja. Das ist mega geil. Also was haben wir? Familie, nichts tun, Jokes schreiben, Sport, hilft mir mega. Ja. So, auch Kopflehre. Kopflehre. Ja, wirklich, ich gehe stupid. Ich weiß, wie absurd das ist, ins Fitness. Mhm. Einfach blöd pumpen. Aber du gehst aus dem Kopf raus, du machst etwas Körperliches, du spürst den Körper und da fühlst du dich einfach wohl nachher. Mhm. Das ist mega geil. Mhm. Und meistens schon im Moment, wo du aufhörst trainieren, wo du gehst duschen, setzt das Hirn wieder ein und kommt mit irgendwelche geile Ideen hinführen. So. Mhm. Ja. Was noch? Freunde. Ja. 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 Freunde gehören auch dazu. Ich finde, das kommt auch viel zu kurz im Alltag. Mit Freunden anhocken, auch da, wo du jetzt hier machst, einen Podcast. Ja, eben. Anhocken und wirklich einfach scheiße schnarren. Mhm. Manchmal hast du es an der Arbeit. Ja. Wenn du Glück hast, hast du ein Team um dich herum, wo du das kannst. Und sonst mit Freunden. Die Zeit verbringen mit Freunden, Familie, wo du einfach einen Scheiß schnarren, wo du einfach nichts musst und kannst einfach sein, wie du bist und einfach Bullshit schnarren. Da merkst du, wenn du einen geilen Abend hast mit Freunden zusammen und dann am nächsten Tag schreibst du dann, Leute sagen, hey, gestern zu viel gewesen, nicht? Yeah. So gut. Und dann dreht es dich so mega. In die Woche rein und du findest so,
Boah, das war so wertvoll gewesen. Und, aber es kommt massiv zu kurz, finde ich. Ja, das ist ja die grosse Krux gesehen, irgendwie Lockdown. Man hat mal Zeit, aber man kann nicht wirklich. Und also, weißt du, es ist so. Es ist wirklich, ich verstand das auch. Ich habe so ein paar Öben im Jahr, wo wir heilig sind. Wo einfach wirklich, wir haben so ein Freunde-Weihnachtsessen. Und viele von denen sehe ich wirklich nur genau dann. Oder? Aber das ist einfach, du kannst kommen, so ziemlich was will. Das ist einfach gefixt. Dann gehen wir in unsere Stammbeiz. Es sind irgendwie 16 Leute oder was wir sind. Und das ist einfach, eben, das ist ein oben. Das Happy Meal, nein. Da gibt es ein Happy Meal. Dann spielen wir mit den Spielzeugen, dann gehen wir ins Bällebad. Nein, aber es ist, und das hat sich vor Jahren hat sich das schon eingepegelt, dass auch wenn wir zum Beispiel nachher noch in einem Club wären und wir auch noch in einem Alter gesehen sind, wo wir das eigentlich gemacht haben, sind wir eigentlich meistens einfach dort hocken geblieben. Das Beste, was es gibt. Bis du weißt, wenn. Beste, so, und jetzt habe ich eh keinen Bock mehr. Nein! Etwas anderes zu machen. Nein! Aber es ist wirklich genauso, das ist so heilig gewesen und es hast wirklich Leute, die dann, weißt du, so, der eine Kollege, der wirklich dort so 3 Monate vorher schreibt, hey, nur dass ich schon weiss, wenn ich das Weihnachtsessen, einfach weil, ja, ich gehe noch in Skiferien. Und der eine hat mal die Skiferien sogar effektiv verschoben. Wegen dem. So, also weißt du, es ist wirklich schon fast heilig. Ja, das ist gut. Und das bringt dir dann eben, das dreht dich so weit. Ja, und krass. Da siehst du, das ist auch wieder, da sind wir wieder zurück bei der Religion. So institutionalisierte Sachen. Ist leider wahr. Ja. Aber das ist wichtig. Also ich meine, Weihnachten, ja okay, kommt doch ein bisschen auf die Familie drauf an, aber darum kommst du zusammen und hast Zeit miteinander. So. Das ist mega wichtig. Und ja, sagen zu Terminen bitte genug früh an. Das ist schon zu spät, oder? Ja. Das ist, eben, wenn du Kind hast, wenn du Familie hast, wenn du arbeitest nebendran. Nur schon Freunde treffen in meiner Nähe, sage ich jetzt mal, wo ich nicht weit habe, wo man sagen, easy könnte, hey, es ist so schwierig. Aber ist klar, weil alle haben irgendetwas nur schon die kleinen Termine finden, ist mega schwierig. Nichtsdestotrotz sind es wichtig und ich muss mich dort auch mehr an der Nase nehmen und es einfach machen. Und nicht einfach, ja, ich bin jetzt ein bisschen müde, ja, es wäre schon geiler, zum einfach nicht nach daheim hocken. Oh Mann. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn du wirklich schon Monate vor dir etwas abmachst und dann am Tag selber, ja, geht doch nicht. Du musst dich schon zwingen. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Und ja, ein Lied ist vielleicht, und vielleicht ist es auch ein Scheiß gewesen, aber in den meisten Fällen lohnt es sich, zum Freunden zu treffen. Ja. So, da finde ich, ja, lieb's. Sehr schön. Jetzt sind wir schon über 1,30. Siehst du noch. Mit der letzten, ich glaube, so lange haben wir noch nie über die letzte Folge geschwätzt. Sehr schön gesehen. Ja? Ja. Cool. Aber dann jetzt ist es fertig. Ja, willst du noch weiter? Nein. Ja, jetzt ist es fertig. Aber komm wieder mal. Ja, dann unbedingt. Dann ins neue Studio. Gut. Wenn der Bus nicht kann. Dann. Er kann. Ja, okay. Ja, er kann. Jetzt haben wir gerade gesagt, ich kann nichts anderes vor, als zu dir kommen. Nein. Weiterhin viel Erfolg mit all deinen möglichen Sachen. Ja, Comedy-Männer vor allem. Gehen Sie schauen. Abonnieren. Ich weiss nicht, ob wir Schnittmenge haben in den Leuten, die unsere Sachen konsumieren. Ich glaube nicht einmal so. Meinst du nicht? Ich glaube schon ein bisschen. Maybe. Ja. Ja. Also doch, ich weiss es sogar. Stimmt. Weil weißt du, bei diesen Spotify Jahresende Zusammenfassungen. Ja. Habe ich unglaublich viele Posts gekriegt, wo sie, weißt du, ihre Top 5 Podcasts, glaube ich, Liste. Ja. Ja. Da sind wir sehr oft zusammen drauf. Gut. Ja. Wunderschön. Ja, könnt ihr also, abonnieren. Comedy Männer. Schaut genau, auf allen Kanälen. Man muss es neu abonnieren. YouTube, ja genau. Man muss neu, ja, wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber man muss neu abonnieren. Gehen Sie auf YouTube, go schauen, machen, sagen es anderen. Ist lustig. Auf jeden Fall. Weiterhin viel Erfolg, danke. Liebe Grüße und bis bald. Ja. Bis.